Und da sind wir. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Dalo. Guten Tag. Herzlich willkommen zur Gamescom Recap Show bei Nerdstar TV auf dem MSI-Stand in Halle 5.1 auf der Gamescom 2017. Und bei mir ein fantastischer Gast. Das ist Cyrus. Hallo. Ich grüße euch. Einen wunderschönen guten Tag. Der einzige Cyrus neben Miley. Der einzige, der existiert, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Auch. Aber bringen viele Leute den Miley-Witz? Ab und zu höre ich den, ja. Ja. Wenn sie wissen, wie ich es aussprechen soll, sage ich dann so, ja, wie Miley oder... Nein, das sage ich eigentlich nie, aber der kommt ab und zu, ja. Ja. Aber das ist immer so. Ich finde es ein bisschen traurig. Ich bin Dirty Dirk, ihr seid bei uns auf Nerdstar TV auf dem Kanal. Ihr habt gerade eben vielleicht auf dem MSI-Kanal schon mitbekommen, was für eine unfassbare Action da draußen geht. Die drehen durch, oder? Ja, ohne Witz. Ich bin vor allem, um hier hinzukommen. Ich hatte noch 10 Minuten Zeit, weil ich auf dem Weg wurde ich jetzt nicht mal aufgehalten. Und ich hatte dann noch 10 Minuten Zeit. Und hier vorne war ja gerade dann Montana Black auf der Bühne. Und ihr habt hier noch Action gemacht. Und ich musste mich da durchkämpfen. Ich habe ungefähr 6 Minuten von der einen Halle bis zur anderen Halle gebraucht. Also Alter, Wahnsinn. Das war schon, es war laut und voll. Aber ja, genau. Jetzt gerade haben sie auch eine MSI-Grafikkarte verlost. Und ja. Ich sag mal so, vielleicht hätte ich mich auch dazu verleiten können, ein bisschen mitzugrölen. Ist schon nicht schlecht, oder? Ja, ist schon geil auf jeden Fall. Ich meine, klar, da freuen die Leute sich auch, wenn die halt was gratis kriegen können. Und dann ist auch noch eine Grafikkarte. Also die teuerste PC-Komponente als Einzelkomponente. Haut rein. Hast du schon mal irgendwas richtig Geiles gewonnen? Nee, ich habe nie Glück bei sowas. Ich mache auch ab und zu bei anderen, also normalerweise, wenn ich bei anderen Streamern bin oder so, die machen Giveaway. Ich gehe ja so aus Respekt nicht da rein, ne? Logischerweise, aber ich gehe dann ab und zu gehe ich da rein. Wenn ich dann mal wirklich gewinnen sollte, würde ich dann sagen, nee, ich will das nicht, das war nur so aus Joke. Aber ich gewinne da sowieso nie. Feels bad, man. Ich würde sagen, wer es nicht versucht, der kann es nicht wissen. Ja, stimmt. Ich habe ganz früher mal in der Schule, 7., 8. Klasse, bei so einer Tombola in der Aula mitgemacht und einen Eintritt ins Warner Brothers Movie World gewonnen. Oh, wow. Geil, oder? Das ist natürlich, wenn du in der 8. Klasse bist, das heißt erstmal so, oh mein Gott, wie geil war schon ist das denn? Krass, ja, klar. Oder? Bin ich mit meiner Mama so hin und hatte den Tag meines Lebens. Ja, absolut, natürlich. Ich war noch nie im Freizeitpark auch vorher. Das war so, oh mein Gott, ist das schön. Oh, wow. Ja, dann ist das natürlich doppelt krass einfach. Dann gewinnst du das auch noch einfach for free. Und du kannst natürlich stolz zu deiner Mutter gehen und sagen, guck mal, wir können umsonst ins Movieland. So geil. Ist nicht schlecht, oder? Und wo wir über Gewinne sprechen, wir haben heute ein bisschen was zu verraffeln und verlosen. Es wurde ja gerade sich schon ein, zweimal gewünscht, dass auch der Stream was abgreifen kann. Wer da draußen die Leute natürlich schon belohnt werden, teilweise für die LOL-Matches, also alle, die hier LOL spielen am Stand, haben die Möglichkeit oder kriegen sowieso so ein kleines Giveaway. Ja. Aber vor allem das Winner-Team, das kriegt natürlich ein bisschen was Geiles. Ja, die kriegen das Geilere, ja. Aber auch die Leute vor der Bühne haben die Chance. Und jetzt wollen wir euch im Stream hier natürlich auch ein bisschen was mitgeben. Und ich war gerade eben mit Winning Moves unterwegs auf der Social Media Stage hier in Halle 10. Da war irgendwie großes Gedöns. Und da habe ich mit den PietSmiet-Jungs und LeFloid zusammen auf der Bühne so ein bisschen neue Spiele vorgestellt. Es gibt nämlich jetzt ein Top-Trumps-Spiel, also ein Trumpf-Kartenspiel quasi, von LeFloid und von PietSmiet. So auf Politik ausgelegt, oder? So, wer hat die meisten, welcher Clip von PietSmiet hat die meisten Klicks und sticht dann die anderen? Okay. Welcher ist am ältesten und so weiter? Ah, so eine Art YouTuber-Quiz quasi. Krasse Nummer, oder? Also das ist sowas ist eigentlich ganz so cool, ja. Ist so gut, es macht für solche Leute natürlich auch Sinn. Ich meine, gerade LeFloid, PietSmiet, die sind auch riesig auf YouTube. Für die macht das halt mega Sinn, ne? Also ist eine gute Sache. Also ich kann es mir auch vorstellen, und in jedem Fall habe ich dann ein kleines bisschen was mitbekommen, was wir jetzt hier verlosen dürfen. Und das, finde ich, ist sehr freundlich von Winning Moves. Deswegen, also danke Winning Moves an der Stelle. Und es gibt unter anderem zu gewinnen ein Trivial Pursuit World of Warcraft. Das kann man dann, glaube ich, einfach mit einem normalen Trivial Pursuit spielen. Oder ist sogar ein ganzes Spiel mit hier drin. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls sind dann da World of Warcraft-Fragen drin. Ich habe nur Warcraft 3 gespielt viel und Warcraft 2, aber World of Warcraft nie. Das ist halt mega cool. Man sieht diese alten Travel Pursuit Games, Monopoly, und dann sieht man so halt Assassin's Creed oder halt jetzt auch hier World of Warcraft. Travel Pursuit ist halt mega cool einfach, ne? Das ist einfach, das macht dann direkt 10-mal mehr Spaß, wenn man sich auch für die Games interessiert, ne? Voll. Ist einfach nice. Da haben sie, glaube ich, eine Lücke mit bedient, wo viele sehr, sehr dankbar waren. Ja, absolut. Sachen, die auch ein bisschen angestaubt sind, und das ist hier Stichwort Monopoly, ist ein geiles Spiel. Ich spiele es auch in der Originalversion sehr gerne. Absolut. Aber das einfach mal neu aufzulegen. Und das gibt's hier von Assassin's Creed. Ich nehme es nicht hier runter, weil es so schön dekoriert ist. Kannst du mal zeigen? Ja, du kannst auch hochnehmen, wenn du es wieder dahin bekommst. Warte. Jetzt. Okay. Ich war mal näher ran. Es ist halt einfach, ich meine... Vielleicht lässt er es auch nicht mehr los. Ich wollte das eigentlich mitnehmen. Darf ich das nicht behalten? Müssen wir es mal... Du kriegst auch noch gleich was.
Kleiner Spoiler an der Stelle. Das ist es hier an der Stelle, so sieht's aus. Ich habe es gerade gesehen und ich muss dazu sagen, ich bin nicht mal ein Assassin's Creed Fan, bitte kein Schande über mein Haupt hier. Ich mochte Assassin's Creed tatsächlich nie so wirklich. Also vom Universum her ist es eigentlich ganz cool. Ich habe den ersten Teil gespielt und vom Gameplay her war es nicht meins. Aber das Klettern dich gestört oder welcher Teil? Ja, genau, diese Akrobatik-Sachen und so. Aber ich habe das dann gesehen und ich habe ja sofort zu dir gesagt, so, ey, wie geil ist das denn? Monopoly mit Assassin's Creed, wenn es das jetzt zum Beispiel als Overwatch geben würde, was ja mein Bereich wäre, dann würde ich jetzt sagen so, wow, einfach nice. Ich würde behaupten, es ist nicht unmöglich, dass das passiert. Also die haben so viel umgesetzt, ja. Die haben Harry Potter Sachen umgesetzt, die haben Herr der Ringe, die haben also alles, was Leute geil finden eigentlich. Und im Gaming-Bereich immer mehr, viel mit Nintendo auch gemacht, gibt es also sehr viel Kram. Und dann noch so ein bisschen was Kleineres, eins von diesen Top-Trump-Spielen hier, das ist natürlich jetzt nicht das Le Floyd oder Pete's Meeting, sondern Big Bang Theory, passt zu uns besser, wir sind schließlich Nerdstar. Hier gibt es noch so ein DC-Kartenspiel und das Spiel Schweinerei, was eben übrigens live auf der Bühne gespielt wurde. Und die Zuschauer mussten unter anderem zwei riesige Schweine von hinten nach ganz vorne bringen und die Seite werden jetzt... Lebendige Schweine? Nee, ist... Okay. Plastikschweine ist eine gute Nachfrage. Ja, aber wollte ich sagen, kann jetzt erstmal... Für mich klang das so, als ob die Schweine rübergetrieben haben. So. Tierschützer aufgepasst. Ja, hier kommt Peter. Schweine auf der Gamescom nach Was vorne getragen. Was ist denn getragen. Da los? Die wurden gleich zum Currywurststand geführt. Oh, hat er nicht gesagt. War ein Scherz. Hat er nicht gesagt. Vielleicht hat er es gesagt. Nein. Nee, würde er nie hat er sagen. Nicht gesagt. Sehr, sehr knapp noch gerade. Jedenfalls mussten sie diese Schweine, wir hatten das Publikum in zwei Seiten aufgeteilt und die mussten eben das Schwein möglichst schnell nach vorne bekommen. Und die Seite, die es am schnellsten vorne hatte, hat dann zack, was verraffelt bekommen. Und das war schon ganz geil und das haben wir am Anfang damit gemacht und am Ende mit so Puzzleteilen. Da gab es dann von jedem Puzzle ein Teil, was noch fehlte und dieses kleine Puzzleteil, das haben die dann so nach vorne gegeben und es hat tatsächlich geklappt, beide Teile vorne angekommen, habe ich nicht gedacht. Okay, das ist auf jeden Fall krass. Also das jedenfalls kann man hier gewinnen. Wie kann man das gewinnen? Man guckt einfach hier zu auf unserem Kanal. Momentan sind wir natürlich mehr vom MSI-Kanal live, aber normalerweise senden wir dreimal die Woche, montags, mittwochs und freitags von 19 Uhr und donnerstags vormittags, ab und zu auch am Wochenende, also relativ viel. Und für jede Stunde, die man bei uns zuguckt, jede Viertelstunde, gibt es ein Nerd-Sternchen. Das kriegt man so, einfach so, verdient man. Und die kann man dann eintauschen gegen Gewinnspiellose. Und diese Lose, mit denen könnt ihr dann gewinnen. Und ich würde sagen, wir probieren das einfach mal ganz kurz aus, indem wir vielleicht so ein ganz kleines Ding hier, dieses Big Bang Theory Top Trumpf, das einfach mal rausverlosen. Und da müsstet ihr, das Einzige, was ihr tun müsst, ist Ausrufezeichen Ticket und dann die Anzahl der Tickets, die ihr kaufen wollt, in den Chat tippen. Und ich würde einfach mal vorschlagen, wir machen für die Kleinen 5 Sternchen pro Ticket. 5 Sternchen und maximal 5 Tickets, die ihr kaufen könnt. Also einfach mal ausprobieren, gucken, dass es geht und dann machen wir gleich direkt mit etwas Großem weiter. Und hier ist es unfassbar laut jetzt in der Halle gerade. Ich kann dich fast gar nicht mehr verstehen gerade. Bitte was? Ja, genau. Gerade ist es halt so laut auf der Hauptbühne, man versteht hier fast gar nichts. Das ist halt ultra krass, was da gerade für eine Action abgeht. Also ist schon Wahnsinn hier, ne? Ja, aber letztlich ist es ja auch schön, die Atmosphäre dann so ein bisschen zu fühlen. Und ich Absolut. Hoffe, sie kommt zu Hause positiv an und nicht Aber schlimm. Aber ganz ehrlich, für Leute, also für uns jetzt zum Beispiel, bei uns ist es halt auch so, wir gehen ja auch in der Regel nicht auf die Gamescom, um jetzt irgendwie Spiele zu spielen oder so. Klar, man sieht die neuen Sachen mal oder so, aber wir sind ja im Endeffekt hier, um die Leute zu treffen. Guck mal, es ist ja bei uns auch so, ich war einmal bei euch im Studio und direkt so, man sieht sich und dann, in den Arm nehmen, knuddeln und so. Und dieses familiäre auf Twitch einfach, das erlebt man hier in der kompletten Blüte, weil man jeden Tag sieht die Leute wieder und jeden Tag verteile ich hunderte Umarmungen einfach, weil man sich freut, die Leute wiederzusehen. Das ist halt das absolute Highlight jedes Jahr hier. Wahnsinn immer. Muss man sagen, das sagen auch tatsächlich sehr, sehr, sehr viele, dass genau das für die das Highlight im Prinzip ist, die Leute zu treffen. Wie bist du so mit Twitch hier auf der Gamescom unterwegs? Hast du einen Auftritt auf der Twitch-Bühne? Bist du bei den Community-Treffen irgendwie mit dabei? Ja, ich hatte eigentlich 3 Auftritte bei Game Legends, wo ich dann 3 und 3 Overwatch gecastet haben sollte. Hättet, würde getan. Heute, wir haben gestern das einmal gemacht. Eine Stunde lang haben wir dann gecastet, 3 und 3 Overwatch. Die Leute konnten halt Sachen von Game Legends gewinnen und so. Und dann habe ich am Abend aber nochmal mit anderen Leuten geredet und dann ist mir eingefallen, dass Overwatch ab 16 ist. Ach fuck, und sie dürfen es hier nicht zeigen, ja, weil hier nur 12er-Titel gezeigt und so. Und dann haben wir halt gesagt, okay, das war jetzt halt so, ja, war jetzt einmal so.
Aber im Endeffekt haben wir dann gesagt, okay, wir dürfen es gar nicht. Wir haben es halt in dem Moment nicht gerafft, es ist nichts passiert oder so. Alles gut jetzt gewesen, aber wir haben dann gesagt, okay, dann hat sich das erstmal erledigt und heute und morgen mache ich es dann nicht. Ist halt ärgerlich in dem Moment, weil es so geplant war, aber komplett nicht darüber nachgedacht, so komplett vergessen. So war es jetzt halt einfach. Ja. Ist dann ein bisschen schade, ne, wenn so ein Programmpunkt fest ausfällt. Ja. Aber du kriegst die Zeit wahrscheinlich ganz gut gefüllt, oder? Ich bin nur unterwegs, muss dahin, muss mit dem reden. Ich habe halt einen Termin im anderen. Ich habe es mir auch ausgesucht so, weil ich halt auch viel machen wollte. Morgen bin ich halt ab 15 Uhr bei Blizzard bis mindestens 21 Uhr. Vielleicht sogar noch länger, weil wir halt noch vorüben für Samstag, weil Samstag bin ich auf der Blizzard Hauptbühne. Okay. Mit dem deutschen Overwatch-Komitee und so. Da gibt es halt Overwatch-Komitee-Talk, wie lief das ab und wie war das mit dem deutschen World Cup, was haben wir da gemacht? Ich habe ja den World Cup auch gecastet, jetzt in Berlin die letzten 5 Wochen und immer sowas halt. Und dann bin ich halt viel bei Blizzard eingespannt und dann abends halt geht man auf irgendwelche Partys, dann geht der auf die Party und dann geht der dahin und macht man das und dies und jenes. Es ist viel Action, viel los, wenn man halt hier viel machen will, kann man es machen. Und du hast ja aber tatsächlich die Termine alle vorher so gelegt, ja? Ja, ja, ich habe mir alles halt zusammengelegt, habe mir halt auch... Ich habe so einen, soll ich mal meinen Gamescom-Plan zeigen? Hau mal raus, ja, komm. Ich such mal kurz. Nur das aufpassen, dass nicht irgendein Strichcode zu sehen ist, dass die Leute sich das abkopieren. Ich guck oder mal so. Ganz kurz, ob ich das mal kurz zeigen kann. Wir machen das. Also, hier, so sieht mein Plan jetzt aus. Da steht jetzt auch, guck mal in die Mitte. Guck mal, in der Mitte steht. Ja, extra. Ja. Mit schriftlich gestern noch hinzugefügt. Sehr geil. Mit Handschrift. So MC. Hä? MC. MSI. MC, ja. MC und dann Nerds Touch auch noch drauf. Und so sieht dann so ein Streamerplan halt aus. Also in meinem Fall jetzt. Ah, was ich halt wie mache. Oh, da ist echt einiges los bei dir, ne? Hast du wirklich einen vollen Plan. Also gut, ja, die ersten Tage Plan, sind so. Noch entspannt und dann wird es immer mehr. Aber jetzt sind ja auch, genau, die Community ist ja auch jetzt an den Tagen vor allen Dingen da. Ne? Ich halt, startet ich, ja jetzt ja, ab genau. Heute quasi so richtig. Ich habe halt auch gesagt, ich mache jeden Tag, also von Mittwoch bis Samstag, jeden Tag mal, anstatt ein großes Treffen zu machen, habe ich gesagt, okay, die Leute kommen an verschiedenen Tagen, vielleicht nur einen Tag. Ich mache einfach Nicht verlieren. Nee, so können wir auch mal zeigen, wenn du willst. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ist sehr dünn, könnte ja, knapp sieht man werden. Sieht man wahrscheinlich auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, bevor ich jetzt ein Großtreffen mache, mache ich halt jeden Tag ein kleines, 45 Minuten, wo man einfach mal quatschen kann, die Community näher kennenlernen. Ich freue mich darüber immer. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich die Leute auch persönlich dann mal, also wenn mir die Ehre zuteil wird, kann man sagen, die Leute auch persönlich treffen zu können. Weil das ist immer ein Highlight. Die Leute nehmen sich die Zeit, einen in den Stream zu gucken. Dann ist es auch mal eine Ehre, die auch persönlich kennenzulernen. Ne? Ich finde das immer gut. Ich feiere das. Finde eine gute Idee, das einfach häufiger zu machen. Ja. Weil dann hast du auch wirklich die Zeit, dann mit Leuten mal zu quatschen. Ne? Weil das echt irgendwie bei den größeren Streamern irgendwann ja tricky wird, das noch unter einen Hut zu bekommen. Wenn man dann da wirklich mit 80 Leuten oder so steht, ja. Dann ist das schwierig. Halt immer so eine Autogrammstunde, Selfie-Schlange mäßig. Ja, wir machen immer so, wir machen dann immer so bei meinen Community-Treffen, wir machen immer so Pennerkreise, wo wir uns so im Kreis setzen. Und dann wird einfach nur gelabert in die Runde und so. Ne? Hier, der Mann, der weiß, wie man es macht. Ich krieg gerade durch, dass das Ticket Raffle ist durch. Ist das korrekt? Vielleicht kann ich da mal hier mal reinschauen. Und es war gerade noch die Frage, was macht denn der junge Mann eigentlich so regelmäßig auf Twitch? Das können wir vielleicht gleich auch einmal nochmal erklären, wenn wir das Raffle durchgeballert haben. Und gewonnen hat Captain Lilly! Congratulations! Herzlichen Glückwunsch! Captain Lilly ist Stammzuschauer hier. Vielen Dank fürs Mitmachen. Die war auch schon da zum Beispiel. Die war schon hier bei uns. Die war nämlich auch am Stand mit ihrem Freund ja. Stromski, die beide zusehen die, regelmäßig bei uns. Und es ist so geil, dann die einfach mal persönlich zu sehen. Ja, ganz, mega. Ganz kurz, du kennst das Prozedere. Du haust einfach deinen Namen nochmal, haust uns bei Facebook an, sagst, was du gesehen hast und dann, was du gewonnen hast. Und dann schicken wir dir das entsprechend zu. Adresse oder alles bitte schreiben bei Facebook. Dankeschön. Also was erwartet man von dir oder kann man erwarten, wenn man auf deinem Kanal landet normalerweise? Ja, ich habe halt jetzt... Du hast ja eben schon Overwatch so ein bisschen angekündigt, angeteasert. Ich kann einfach mal sagen, wer ich bin, was ich gemacht habe. Also ich bin jetzt seit 3 Jahren fast Twitch-Partner, seit fast 4 Jahren auf Twitch aktiv. Seit dem 1.10. letztes Jahr Vollzeit-Streamer. Und bei mir war es also, ich habe die ersten 2 Jahre so ein kleines unbekanntes Spiel gemacht auf Englisch. Und um mal Zahlen zu nennen, so ich war bei 2.700 Followern, als ich damit aufgehört habe und habe dann auf Overwatch gewechselt. Auch erst Englisch. Ja. Aber dann habe ich auf Deutsch gewechselt und bin jetzt halt bei fast 40.000 Followern und so. Das heißt, man könnte jetzt mit dir ohne Probleme auch Englisch sprechen? Absolut. Ich kann absolut flüssiges... Das ist voll geil fürs Training dann, also fürs Sprachtraining. Ja, ne? Absolut. Ich habe halt auch mich immer korrigieren lassen am Anfang, weil habe ich ganz stark den deutschen Akzent gehabt. Und ich hatte viele UK-Zuschauer. Ja. Und ja, ich habe dann gesagt, verbessert mich. Sagt, wenn ich was falsch ausspreche. Lustiges Beispiel jetzt einfach mal.
Ich habe mal einen Kollege von mir, der hat immer das Wort einzigartig auf Englisch, ist ja unique. Unique. Und er hat immer unique gesagt. Unique. Dann habe ich irgendwann gesagt so, weil die Community wieder voll abgegangen ist und so, habe ich dann gesagt, ja, guys, we're all unique in our own way. Und in Wirklichkeit, was ich dann gesagt habe, war, ja, wir sind alles Eunuchen. Der ganze das Chat, Wort, der Chat alles so voll sich am kaputt lachen, weil unique heißt Eunuch. Krass, okay, ja, unique heißt einzigartig. Und dann hat mir mein Kollege das so ein bisschen, er hat das immer so gesagt, ich dachte, okay, es muss ja richtig sein. Und dann habe ich alle als Eunuchen bezeichnet, erstmal so. Also, aber solche Beispiele dann halt. Ich kenne tatsächlich ein Eunuchengedicht. Und zwar ist das ein Werbeslogan der bayerischen Hosenfirma Loden. Und er lautete damals wie folgt, ist schon ein bisschen her. Selbst der Eunuch der Hodenlose trägt von frei die Lodenhose. Das ist geil, Alter. Das ist geil. Das ist ein guter Slogan. Aber schon auch ein bisschen assi irgendwie. Keine Ahnung. Ja, auch schon, nicht. Aber es ist halt... Es ist aber halt auf eine humoristische Ebene. Also es ist jetzt natürlich... Man will sich darüber nicht lustig machen, um Gottes Willen. Ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Da, ist einfach, da darf man aber auch nicht einfach nur der... Sorry, dass ich jetzt sagen muss, aber der Korinthenkacker sein, der dann sagt, oh, das ist aber voll gemein. Da muss man einfach mal ein bisschen, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass das heutzutage auch ganz gut ankommen würde. Also ja. Witze oder Sprüche, hodenlos, ist ja hodenlose Frechheit, ist ja fast schon geflügelter Begriff. Richtig. Stimmt auf jeden Fall. Was sind so die, Insider, die bei dir im Chat viel passieren? Habt ihr so... krasse Insider mit der Community, wo man so extrem getriggert ist, weil das Worte sind, die du immer wieder sagst, zum Beispiel? So Eigenkreation oder so? Ich sag der Community immer, sobald ich einen Satz zu oft sage, sage ich immer, Leute, weist mich darauf hin, dann gewöhne ich mir das ab sofort, weil ich will eigentlich so krass Sachen immer wiederholen. Also wenn ich das zu, wenn es einfach irgendwann nervt, so weißt du? Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja, aber... nochmal zu der Vorstellung zurück, wir sind gerade ein bisschen abgeschwiffen, sorry. Sorry, ja, also aber jetzt wissen wir schon mal, dass du Feedback annimmst, so. Ja, nee, absolut. Aber ich mache normalerweise Overwatch, aber jetzt im Moment ist halt bei mir auch so der Punkt erreicht, wo ich sage, okay, es wird Zeit für was Neues. Ich werde jetzt auch mehr in die Variety-Schiene gehen wahrscheinlich, mit den neuen Releases, die kommen halt. Kommen jetzt einige neue Releases, aber auch Destiny 2 zum Beispiel wird wahrscheinlich großes Thema bei mir auf dem Stream jetzt werden, so. Das ist spannend. Destiny 2 habe ich noch mir gar nicht angeguckt hier auf der Gamescom. Sind, glaube ich, einige Leute sehr, 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 sehr heiß drauf. Ich war am Montag bei Nvidia. Ja? Da konnte ich als einer der ersten Menschen überhaupt Destiny 2 auf dem PC anspielen. Das war mega. Also ich habe von vornherein gesagt, mit PS4 fange ich an, lerne das Spiel, gucke, ob es mir gefällt und werde auch bis die PC-Version kommt spielen. Aber ich mache dann direkt auch PS4-Version komplett RIP und werde einen Full-Switch auf die PC-Version machen. Und das ist definitiv so. Die PC-Version spielt sich so gut, es fühlt sich so gut an. Es wird mega, das Game, es wird ultra gut. Also ich habe es wirklich echt gefeiert, das zu spielen. Das Aim ist so flüssig, einfach so gut, die Steuerung ist gelungen. Es fühlt sich einfach richtig geil an. Also ich freue mich mega, ich bin hyped. Wollte gerade sagen, klingt so, als hättest du minimal Bock drauf. Ja, geil, minimal, ja, ein bisschen. Und das ist also, dass du... dann auch manchmal vorher schon überlegst, okay, oder schon irgendwas im Visier hast, oder, da habe ich so Bock drauf, das werde ich jetzt demnächst mal intensiver casten. Man macht ja auch, als Vollzeitstreamer muss man es professionell machen und man muss planen. Man kann nicht einfach sagen, ich lebe jetzt von einem Tag in den anderen, ich habe meine Schedule. Mal gucken, was kommt. So. Ja, ich halte mich an meinen Schedule. Ich gucke natürlich, was ich wie mache, was die Community auch sehen möchte, weil es bringt mir nichts, PUBG zu streamen zum Beispiel. Weil bei mir aus der Community interessieren sich die Leute vielleicht fürs Spielen dafür, aber nicht unbedingt fürs Zugucken. Beim Zugucken ist der Chat halt immer dann sehr schnell sehr ruhig, weil ich halt übelst konzentriert bin. Und meine Art zeichnet sich dadurch aus, dass ich sehr interaktiv bin. Wenn ich also ein Spiel habe, wo ich diese Interaktivität nicht mehr gewährleisten kann, ist es für meine Community halt uninteressant, was ich auch verstehe, was auch okay ist. Und dann spiele ich lieber PUBG halt offstream und mache onstream. Also es ist nicht immer so, dass ich immer nur sage, ich mache nur, was ihr sehen wollt, sondern ich mache auch mal, was ich möchte, klar. Aber halt, ich möchte auch immer Content liefern, der halt auch gefällt. Und wenn ich halt durch meine Interaktivität mich auszeichne, die dann immer geben kann, dann macht es auch keinen Sinn so. Das ist übrigens was ich bei dir sensationell finde. Du hast ja echt teilweise Streams mit sehr vielen Zuschauern so und du
schaffst es immer wieder, dir Leute rauszupicken oder dich auf Kommentare zu beziehen, Leuten zu antworten und so. Also da bist du richtig hinterher und du spielst aber trotzdem. Das ist ja auch so eine Multitasking-Fähigkeit. Ne? Ja, hast du trainiert oder war es von immer so gut gelaufen? Das ist einfach Gewohnheit. Ich weiß halt, wann ich bei Overwatch mich konzentrieren muss. Und dann ist der Teamfight vorbei zum Beispiel, dann bin ich aber noch im Leben. Dann weiß ich aber, jetzt kommt erstmal 20 Sekunden lang nichts und nutze dieses Fenster in diesen 20 Sekunden vollkommen aus. Und ich versuche immer jede Chatnachricht zu beantworten, jeden einzelnen. Weil bei mir sind die einzelnen Leute auch halt sehr wichtig so. Das ist halt immer so, es sind halt alles einzelne Leute und ich gebe auch immer sehr viel auf jeden einzelnen so. Darfst du nicht vergessen halt, ne? Ist schwierig. Nein, es ist auch so. Ich danke immer noch Followern. Jetzt mittlerweile durch diese Twitch-App-Geschichte ist das schwierig. Aber ich danke immer noch Followern, wenn ich sehe. Weil es einfach halt, das ist eine nette Geste. Und dann sage ich halt danke, wenn es aus Höflichkeit. Solche Sachen. Aber bei Overwatch weiß ich die Zeitfenster, wann ich reden kann. Dann kommt der Kampf, dann konzentriere ich mich wieder. Wenn ich tot bin, weiß ich auch, okay, ich habe jetzt 15 Sekunden Zeit. Direkt in den Chat gucken. Direkt reden, quatschen, wieder spielen, konzentrieren. Dann wieder, okay, Kampf gewonnen, Kampf verloren. Ich habe wieder Zeit zu reden. Immer wieder so diese Switches. Unterbewusst. Weil du musst ja dann auch wirklich umschalten können, dann wieder direkt danach abzuliefern. Genau. So, weil ein bisschen gut spielen willst du ja schon auch. Also ja, ich bin nicht der beste Spieler. Also ich spiele so, es gibt ja Grandmaster, Master, Diamond. Ich bin immer so zwischen Diamond und Master. So. Aber ja, nicht der Beste, aber du bist schon eher einer, wo man jetzt nicht ausschließlich Fails sieht. Man sieht nicht ausschließlich Fails. Ich habe auch manchmal Runden, da carry ich das Team extrem hart. Manchmal habe ich Runden, da sieht das aus, als ob ich mit dem Kopf vor die Wand laufe einfach nur und dann mit dem Brett vor meinen Kopf schlage, weil ich einfach nur Unsinn mache, weil ich mich überhaupt nicht konzentriere. Ein kompletter Mix. Manchmal, also es ist immer entweder voll oder gar nicht. Ganz selten mal dazwischen irgendwo. Aber wie gesagt, ich bin nie der beste Spieler gewesen, was ich sehr gut kann. Was du ja auch schon festgestellt hast, ich kann sehr gut reden. Ich bin ja auch, ich war ja der erste deutsche Turniercaster für Overwatch. Hab beide Weltmeisterschaften moderiert und so, kommentiert. Und da habe ich auch diese Rap-God, ich gehe dann richtig mit. Und dann diese sehr, Rap-God, sehr schnell. Wo ich dann diese Rap-God-Phasen habe, wo ich halt Doppeltime rede und so. Das ist meine Spezialität. Darin bin ich extrem gut, in diesem Reden, in dem Casten. Ich bin aber nicht der beste Spieler und das weiß ich auch. Ich mache mich über mich selber lustig und sage dann auch, guck mal, wie blöd ich da reingelaufen bin, was bin ich eigentlich für ein Vollidiot? Klar. Man muss selbst sarkastisch sein, man muss auf Twitch auch, man hat auch öfters einfach mal Hater dabei, es gibt ab und zu mal, aber es gibt, das ist halt der geringe Teil, mal davon ab, aber man muss auch mal halt einfach über sich selber lachen können, wenn man was falsch gemacht hat, dann nicht so, nee, das war voll gut von mir, das war nur so, weil, nee, dann muss man einfach sagen, ich war dumm. Das war nur so, weil, guck mal, da vorne ist gerade einer mit einer Overwatch-Studie langgelaufen, so eine große. Ja, diese riesigen, ja, krass. Da könnte ich mich rein, da könnte selbst ich mich mit meinen 1,90 Meter reinsetzen und man könnte mich durch die Gegend tragen. 1,90 Meter bist du? Ja. So. Er ist sehr groß. Ja, du bist doch, können wir uns hinstellen? Da sieht man wir nicht können mehr. Es nicht hinstellen. Nee, nein, sieht sorry. Man nicht mehr, leider. Ich würde ja. Aber du bist doch genauso groß wie ich, oder nicht? Ich bin 2 Zentimeter kleiner. In meinem Twitter-Profil steht 1,90. Sag mal einfach, du bist 1,90, weil wir wissen, 2 Zentimeter können auch was ausmachen. Ja, und zum einen das und zum anderen, Alter, ist das irgendwie auch unrund. Was? Ist unrund sonst. Irgendwie 1,88, ja, kann ja keiner merken. Das kann auch sein, dass ich 1,89 bin, aber bei mir im Pass steht auch 1,90. So. Und 1,90. Weil es nicht immer auf die Größe ankommt, verlosen wir jetzt nochmal etwas, nicht das allergrößte hier von den Dingern, sondern das etwas kleinere, nämlich das Trivial Pursuit World of Warcraft, das aber trotzdem, glaube ich, sehr geil ist. Und damit auch alle mitspielen können, auch vielleicht alle, die jetzt noch nicht so lange bei uns Zuschauer sind, die noch nicht so viele Sternchen haben sammeln können, geben wir jetzt jedem einmal 25 Sternchen. Die verschenken wir einfach mal an jeden, der gerade zuschaut. Einfach so gibt es 25 Sternchen. Das ist, als hättet ihr über 5-6 Stunden zugeguckt. Aus reiner Freundlichkeit. Und dann könnt ihr, wenn ihr da gleich mitmachen wollt oder gleich bei einem der anderen Ticket Raffles, auf jeden Fall auch mit dabei sein. Die Sternchen, die ihr habt, ruft ihr ab mit Ausrufezeichen Stars. Und dann seht ihr, wie viele noch übrig habt. Und dann Anzahl Ausrufezeichen Ticket und dann die Anzahl der Tickets hinterher. 1 bis 5. 25 Nerd-Sternchen kostet ein Ticket und ihr könnt maximal 5 davon erwerben, 5 von diesen Tickets, um eure Gewinnchancen zu erhöhen. So, und es geht jetzt um dieses fantastische Trivial Pursuit World of Warcraft. So, und während das Ticket-Raffle läuft, gucken wir einmal ganz fix rein in einen unserer Vlogs, die wir die Tage gedreht haben. Wir sind ja die ganze Zeit hier unterwegs, machen für MSI den Stand, drehen aber selbst noch auf der Messe, drehen komplett durch. Und ihr macht auch, ich muss aber wirklich mal sagen, ja, bitte. Ihr macht auch wirklich einen wahnsinnig guten Job. Also generell, ohne jetzt schleimen zu wollen, aber ich war ja bei euch im Studio, es ist sehr familiär bei euch. Ihr seid ja auch eine kleine Crew, muss man dazu sagen. Eine süße kleine. Richtig, aber
die Shows, die ihr macht und so, die sind, finde ich, sehr gut durchdacht. Und der Content, den ihr macht, ist einfach auch sehr gut. Also aus meiner Sicht, wenn ich das mal gesehen habe, ich war ja auch live vor Ort. Und ihr solltet auf jeden Fall dieses Herzchen drücken, Freunde. Und normalerweise ist es nicht so laut drumherum. Ja, absolut. Und da kann man sich bei uns entspannt enthalten. Ja, vielen lieben Dank. Freut mich, dass dir auch bei uns gefallen hat. Und wir haben ja eben schon gesagt, irgendwann kommst du demnächst mal wieder rum, wenn man es denn mal wieder hinbekommt. Wenn es die Gelegenheit ergibt halt, ne? Am anderen Ende der Welt quasi. Ja, es sind 1,5 Stunden, es ist nicht so viel. Wenn es die Gelegenheit mal wieder ergeben sollte, mit Sicherheit. Also wir werden mit Sicherheit in Zukunft sowieso noch viel zusammen machen oder irgendwann mal was zusammen machen oder so. Auch wenn ich mal vielleicht meine 4-jährige Twitch-Geschichte oder so. Sowas zum Beispiel. Kann man ja auch machen. Das haben wir mit Slav damals gemacht. Und dann kommst du zu uns und feierst eine große Streamer-Party. Miet ich euer Studio und dann machen wir da fette Produktion und so mit lustigen Sachen, mit Schnitzeltänzen. Nein, den nicht, aber anderen Sachen. Aber mit Dingen. Ja, finde ich gut. In die Richtung können wir gehen. Und jetzt müssen wir uns trotzdem einmal noch mal kurz um die eigene Achse drehen und aus unserem heimischen Studio gedanklich und ausziehen. Wir sind nämlich, wie gesagt, auf der Messe unterwegs und was wir an unserem dritten Tag erlebt haben, das seht ihr jetzt in unserem Vlog Nummer 3. Die gibt es jeden Tag auf unserem Fun-Kanal bei YouTube. Und ihr schaut einfach mal rein, was bei uns so abgeht. Viel Spaß. Leute, auf geht's. Der erste Termin ruft. Team 1, das sind Maxi und Daniel, sind schon unterwegs, ausgerückt. Team Regie ist bereit. Der Stand ist da hinten im Hintergrund und läuft alles rund. Und Dirk und ich werden jetzt. Warte mal. Hörst du das? Hörst du das? Ich glaube, das ist der Termin, der ruft. Hier ist aber Platz. Wir sind wieder zu Hause. Ist das schön, Dirk? I'm coming home. Ah, Leute, wir haben eben Star Wars Battlefront 2 gespielt und es war wirklich wunderschön. Dann haben wir uns noch Battlefield 1 angeschaut, hier in der EA-Halle, das ist die Halle 1. Und jetzt gerade warten wir auf einen Termin für FIFA 18. Dirk macht gerade fleißig die Socials und ich sammle ein bisschen Schnittmaterial. Es ist ziemlich groß hier. EA hat dieses Jahr eine komplette Halle. Kann man ja mal kurz zeigen. Da hinten gibt es einen Bereich, wo man tatsächlich sogar direkt schneiden könnte und hochladen könnte. Hier gibt es ganz viele Spiele zum Anspielen in dem mittleren Bereich. Und auf der Rückseite ist nochmal was für Businessgespräche. Und der Eingangsbereich, der sieht so aus. Da ist man quasi hergekommen und läuft dann hier rein. Ist ziemlich cool, macht Spaß hier. Und wir halten euch weiter auf den Laufenden und nehmen euch mit von Etappe zu Etappe. Ne? Dirk, was erleben wir heute noch alles? Was ist der nächste Termin? Oh! Wir sind immer noch in Köln unterwegs und wir gucken uns gleich FIFA an. Also quasi FIFA Colonia. Es gibt untalentierte Menschen, es gibt talentierte Menschen und es gibt Menschen, die wissen, wie man einen Wiesel wuppert. Diese ganz besondere Gruppe von Menschen besteht aus einer Person, keinem geringeren als dem Wupperwiesel. Wink doch mal nicht. Hallo! Das ist jetzt ein bisschen belastend. Das Problem ist, wir sind vom ersten Trip wieder zurück, ja, von unserem Pressetermin. Und irgendwie, unlucky, die Flasche ist mir ausgelaufen. Ich habe mir ein bisschen ins Bein gewinkelt. Ist ein bisschen doof. Und die Tasche ist halt nass und alles ist feucht. Alles ist voll mit Wasser. Oh nee! Ich bin richtig gehypt. Gleich gucken wir uns Warhammer Total War 2 an. Das wird cool. Das wird echt cool, oder Maxi? Das war gerade richtig cool. Wir waren bei Shiro Games, bei Franzosen. Es gab keine Froschschenkel, sondern einen richtig coolen Dude, der uns das Northgard gezeigt hat. Und das ist wirklich klein, aber oho ist hier die Devise, weil der war echt nett. Er hat es gezeigt. Das Spiel sieht echt nice aus. Und dafür, dass er alleine war und wir da mit ihm ganz persönlich saßen, war es eins der coolsten Sitzungen heute bisher. Aber natürlich! Tatsächlich nichts mehr los hier am MSI-Stand jetzt gerade. Es ist schon Feierabend, aber da fällt mir noch ein guter ein. Falls ihr mal irgendwo allein rumsteht auf der Gamescom und es kommt ein Mädel zu euch, dann probiert's doch mal mit: Hey, möchtest du mein Add-on sein? Ich bin gerade eine Standalone. Naja. Ha! Gefunden!
Deutsches Welle Polen. Hallo. Richtige offene Tag für Presse und da haben wir einen kompletten Pressetag gemacht. Da waren wir mit teilweise 3 Kamerateams unterwegs und haben überall alles abgegrast, waren bei EA, waren sehr lange bei THQ Nordic, hatten da x Termine und das war sehr schön, weil das ist sonst meine Gamescom-Routine immer gewesen, dass ich Pressetermine wahrgenommen habe und dann mit Leuten gesprochen und neue Games gesehen und jetzt sind wir halt sehr viel hier am Stand und kommen eigentlich gar nicht weg und das ist ein bisschen anders und deswegen war es schön, das am Dienstag machen zu können. Was ist so deine Gamescom-Routine der letzten Jahre gewesen? Hast du irgendwie was Wiederkehrendes? Hast du immer so einen organisierten Plan und bist dann von Termin zu Termin? Ja, letztes Jahr war ich ja noch deutlich kleiner. Da bin ich ja gerade in den deutschen Bereich gewechselt. Warst du noch nicht 1,90? Da war ich 1,70. Nein, ich hatte tatsächlich von der auf der Gamescom 2015, da war ich einen Sonntag nur hier und das auch nur mit Mühe und Not, weil ich kein Ticket mehr hatte, weil ich da aus Amerika gerade wieder kam. Da habe ich noch im englischen Bereich gestreamt. Da habe ich auch mit 8 Leuten gestanden, so, die halt meine Zuschauer waren dann so. Weil da waren ja kaum Deutsche dabei und das waren halt 8 deutsche Zuschauer. Die habe ich dann da getroffen und so, das war ganz cool. Und dann letztes Jahr, da habe ich auch im deutschen Bereich, war ich da noch nicht so groß, halt, wie ich, also so von der Reichweite her. Ne? Ja. Und, verstehe schon. Und auf jeden Fall, dieses Jahr habe ich halt noch strukturierter das alles. Größere Termine, wie gesagt, ich bin am Samstag von 14 Uhr bis 15 Uhr auf der Blizzard Hauptbühne. Und schon das ist sehr halt geil, ne? Das ist halt eine riesige Bühne, die nimmt ja eine halbe Halle ein, die der Blizzard stand. Und da auf der Hauptbühne zu sein, ist natürlich eine mega Ehre. Ne? Und alles sehr strukturiert, immer Zwischenräume gelassen, um auch mal mit anderen Leuten zu quatschen und so, ne? Immer mal wieder sowas. Du bist aber auch jemand, glaube ich, der das dann gut genießen kann, oder? Der so Spaß hat auf einer Bühne, der sich da einfach wohlfühlt. Guck mal, wie ich jetzt, auch jetzt hier gerade, so, ich habe einfach mega Spaß, jetzt einfach den Kotelett an die Backe zu labern. Und entsprechend euch natürlich hier auch an der Stelle, muss ich mal kurz sagen. Aber du weißt ja, ich bin ein Laberer. Also wenn man mich was fragt, ich kann stundenlang monologisieren, wie auch immer man das nennt. Ich glaube, das ist der offizielle Terminus, ja. Ja, aber auch so, ne, ich habe einfach Spaß dabei. Ich habe auch Spaß an dem, was ich tue. Das ist auch wichtig. Weil der Bereich ist halt, viele Leute sagen mir immer, ja, du zockst ja und kriegst Geld dafür. Sag ich so, ja. Ja, aber. So, die sehen nicht, was alles dahinter steckt und so, es ist verdammt viel Arbeit. Aber ich bin halt einfach unglaublich dankbar, dass ich das machen darf. Und wenn ich nicht so viel Passion dafür hätte, wäre ich auch nicht da, wo ich bin. So, jetzt immer ein bisschen. Da war der Anglizismus gerade wieder. Passion. Ja, also das soll jetzt auch nicht abgehoben klingen, aber halt, ich bin nicht mehr ganz klein, ich bin auch nicht riesengroß, um Gottes Willen. Ich bin so irgendwo im Mittelfeld, so was den deutschen Bereich angeht. Ich bin super zufrieden mit dem, was ich habe. Und ich bin dankbar dafür, dass ich das habe. Aber da muss man auch Begeisterung für haben. Man muss einfach dafür gemacht sein, sage ich immer. Also viele Leute fangen an zu streamen, die hören nach 1-2 Wochen wieder auf, weil sie sagen, ich kriege keinen Zuschauer. Ich hatte auch die ersten 1-2 Monate keinen Zuschauer. So. Also ich hatte halt 5 oder so. Aber die waren halt da und irgendwann haben sie mit mir geredet. Dann hatte ich halt mit denen kommuniziert und so. Und irgendwann waren es dann mehr. Und weiß nicht, ich habe einfach Spaß an der Sache. Auch immer. Entertainer. Du bist so der Typ Entertainer halt. Ne? Also das ist was mir zum Beispiel sehr viel Spaß macht an dem Job, den ich habe, Sendungen zu moderieren oder auch eben Bühnenshows zu machen, was in die Richtung, weil ich einfach Spaß dran habe, also Leuten Spaß zu bringen. Ja, so. Eben, und das, genau. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich glaube, es gibt auch andere Ansätze bei Streamern, die sagen wir nicht so diesen extrovertierten Typ leben, sondern die eher sagen, ich mache so mein Ding und ich finde es aber irgendwie ganz geil, mit Leuten da so zusammen abzuhängen. Ja, ja, das ist ja auch, ist ja auch vollkommen, ne, aber die haben auch Begeisterung dafür, die haben halt auf ihre eigene Art. Es gibt auch Leute,
Die zocken extrem gut, die reden aber nicht so viel mit dem Chat einfach, aber die haben einfach Spaß dann, ihr Gameplay auch zu zeigen und dafür gefeiert zu werden. Und das ist auch vollkommen richtig. Es gibt halt verschiedene Ansätze, aber jeder von denen hat auf seine eigene Art Leidenschaft. Also von den Größeren jetzt, die halt auch dann da was erreichen, so, die haben auf ihre eigene Art die Leidenschaft. Meistens. Und das ist dann der Punkt, wo sich eben scheidet, das ist schon wieder die Overwatch-Tüte. Ich sehe da immer so eine Overwatch-Tüte, da wäre ich jetzt total getriggert gerade durch. Ja. Kennst du das, wenn man irgendwann mal in so einem Auto mitgefahren ist und plötzlich sieht man diese Art von Auto überall? Ey, ohne Witz, genau dieses Beispiel. Mein Auto ist ein Toyota Celica T23. Ein Auto, wenn du danach suchst, du findest insgesamt 100 Angebote vielleicht, ne? Im Verhältnis so, 3er BMW hast du irgendwie 15.000. In ganz Deutschland irgendwie, und ja. Auf einmal, ich habe noch nie dieses Auto vorher gesehen, aber ich finde es geil, ne? Und ich achte dann bewusster darauf auch. Und ich habe insgesamt jetzt 3 oder 4 Stück gerade mal gesehen, aber ich habe sie gesehen sofort. Ich habe sie sofort erkannt. Aber es ist auch immer so, wenn du ein Spiel neu entdeckst, ne? Du entdeckst ein Spiel und dann auf einmal wird dir viel bewusster, wie viel dieses Spiel eigentlich überhaupt präsent ist überall. Weil du es dann erst so, da ist ja auf Twitch, ist ja doch ganz gut. Oh, da gibt es ja voll viele YouTube-Videos schon drüber. Immer wenn du was gerade für dich entdeckst, denkst du auf einmal, die ganze Welt um dich herum hat das nur wegen dir gerade entdeckt. Das ist dieses Gefühl. Ja. Genau das habe ich auch, ganz oft. Ist ja ganz witzig, ja schön. Bei so einem seltenen Auto natürlich dann noch krasser, wenn man das wirklich dann entdeckt. Ich will kurz das Ticket-Raffle einmal auflösen. Ja, ja, mach. Wir müssen mal kurz schauen, wer dieses fantastische World of Warcraft Triple Pursuit von Winning Moves gewonnen hat an der Stelle. Und zwar ist das Sascha Elvis. Herzlichen Glückwunsch. Du kennst das Prozedere, Sascha Elvis ist auch schon ein paar Mal da gewesen, der einfach deinen Namen und was du gewonnen hast und deine Adresse, nicht unwichtig, bei Facebook schreiben, NerdsterTV, damit wir dir das zuschicken können. Sehr gut, viel Spaß damit und Glückwunsch. Ich muss jetzt gleich den Cyrus schon verabschieden, der muss nämlich los, wieder Streamer-Schedule und so weiter, es ist alles tough, ich verstehe das ja. Er muss seinen Hubschrauber kriegen, der fährt jetzt gleich, fliegt jetzt gleich direkt zum Flughafen, dann geht's direkt nach Los... Mein Privatjet mit meinem Logo drauf, ja. Direkt nach Los Angeles, ja. So, ah, fuck. Man, ich habe meine Sonnenbrille gerade vergessen, das wäre jetzt noch cooler gerade. Ja, das wäre gut, warte mal. Ich habe keine Sonnenbrille. Meine Nase ist zu groß für eine Brille. Oh, er hat jetzt hier... Ja? Also, oh, warte mal, genau. Lass dich mal auf, pass auf. Ich gehe dann jetzt hier in meinen coolen Privatjet und so, Leute, mit meiner coolen Sonnenbrille, egal. Ich habe jetzt eine Kleinigkeit für dich. Ich gebe dir die in die Hand und du musst raten. Du hast gerade ein Bild von mir, oder? Und nein, ich habe jetzt eine kleine Überraschung für dich. Lass auf. Okay, ich und du musst ertasten, was es ist. Oh Gott, okay. Okay, pass auf, es kommt. Aber ich fasse nicht deine Brust an, oder? Nein, es ist was Harmloses. Okay. Oh Gott, es ist ein Beutel. Ja, ein Beutel sehr, mit Inhalten. Oh, sehr gut. Da ist bestimmt ein Nerdstar-Logo drauf, schätze ich mal. Ja. Das weiß ich, weil ihr habt mir schon mal ein T-Shirt und eine Tasse von euch gegeben, als ich bei euch war. Nice. Soll ich reinfassen, oder? Du kannst reinfassen, wenn du willst. Warte mal, ist da wieder eine Tasse drin? Da ist auch noch eine Tasse drin, aber eine andere, als du hast, glaube ich. Ah, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, sonst habe ich demnächst hier ganz viele von euren Tasten und dann habe ich nur noch dieses Nerdstar-Servier, was aber ziemlich geil aussieht. Okay, dann hast du schon richtig erraten, dann darfst du die Maske wieder absetzen. Ja. Sehr, sehr gut. Als kleines Dankeschön, dass du hier warst, nimm es gerne mit und du kannst deinen Messeloot da drin auch verstauen. Da ist alles Mögliche drin. Vielen Dank. Dankeschön. Freunden von Super Geek. Sieht aber auch extrem gut. Der Geist war neu und der Geist ist neu. Der Geist ist halb neu. Den gibt es schon länger, aber den gibt es jetzt auf diesem Beutel. Und, siehst du, sofort erkannt. Der Rest war nämlich bei dem alten Logo auch drauf, aber zusammen. So, und da ist es jetzt mit dem Geist und dann hast du auch was du noch nicht hattest. Danke dir. Yo. Also, das war Cyrus. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Wir machen jetzt dann also entsprechend gleich nochmal kurze Pause. Es gibt einen Einspieler, also es ist keine wirkliche Pause. Es gibt einfach den Vlog von Tag Nummer 4. Das war gestern. Und dann haben wir gleich den Tibor hier von MSI. Der wird mir noch ein bisschen quatschen über das, was an diesem Stand hier abgegangen ist. Und es ist eine ganze Menge abgegangen. Das lassen wir nochmal rekapitulieren. Wünsche dir viel Spaß bei... An der Stelle nochmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Blizzard gleich, ja. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Bitte. Auf jeden Fall. Dankeschön, hat mich mega gefreut und euch allen auf jeden Fall noch da draußen ganz viel Spaß mit dem guten Dirk hier. Und da geht auf jeden Fall noch einiges. Bin gespannt, was ihr noch macht. Ja. Ich werde nicht reingucken können, weil ich halt auf der besser unterwegs bin, aber... Schwierig. Du hast letztens bei uns reingeschaut, da habe ich mich sehr gefreut. Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Also, mach's gut. Warte mal, ach, kennst du noch? Kartoffel, Pommes. Ach ja, oh, Pommeswasser. Ah, sehr gut, oder? Gabelpommeswasser, oder? Nee, Kartoffel, Pommes, Gabel, Brot. Und Kurti hat mir heute 9 gezeigt. Schnitte. Wow. Okay. Die Kombo, Leute. Wir lassen das, es wird nicht besser. Ja, ist egal, aber es ist... Cyrus, mach's gut.
wir sehen jetzt den Vlog von Tag Nummer 4 und dann bin ich hier gleich mit dem Tibor. Magic-mäßig werde ich ihn austauschen. Viel Spaß. Viel Spaß. Erst nachher. Da fragt man sich, welches ist jetzt das Original und welches ist die... Alter, kannst aufhören jetzt. Oh, schon ziemlich leer, weil es ist gerade 10 Minuten nach 20 Uhr abends. Das heißt, bald ist ja auch Schluss und wir haben unseren Feierabend. Happy birthday to me, happy birthday to you, happy birthday lieber Dennis, happy birthday to you, zum Geburtstag. Jetzt wird er gierig. Ich werd alt. What the fuck?
Tag. Ich habe gerade aus einem Cyrus 2 MSI-Dudes gemacht. Mit schlechter Tausch. Krass. Echt krasser Tausch. Wirklich krasser Tausch. Weißt du, was wir vorhin gemacht haben? Auf der, ich war auf der Social Media Stage ganz kurz und habe für Winning Moves dort ein bisschen Party gemacht. Sekunde mal, bin ich gerade auf dem lauten Mikrofon? Bin ich auf der Bühne zu hören? Eigentlich nicht. Eigentlich war das nicht geplant. Oh, warte mal. Habt ihr die ganz kurze Frage an die Technik? Ist das schon passend getauscht? Nichts dann reden wir nur mit, dann rede ich nur mit Tibor. Ist besser so. Nein, du warst, glaube ich, nicht dort. Ich dachte fast, dass ich mich dort drüben gehört hätte. Nee, das ist aber, okay. Er hat eine ähnlich sonore Stimme wie du. Okay, in Ordnung. Das wäre sehr weird gewesen, wenn wir jetzt das Interview so halb auf der Stage irgendwie in den Cast rein. Wir waren auf der Social Media Stage oder ich war dort mit Winning Moves und Le Floyd und den Jungs von Pete's Meet. Und wir haben richtig Welle gemacht auf der Bühne und das neue Le Floyd und Pete's Meet Top Trump Spiel gespielt, was es jetzt demnächst gibt, wo quasi, wo man mit deren Videos, YouTube-Videos gegeneinander antritt. Wer hat also welches Video, YouTube-Video ist irgendwie am krassesten? So, die haben jeweils ein eigenes Spiel. Die eigenen YouTube-Videos gegeneinander. Und theoretisch kann man das irgendwann mixen so und dann hat man unterschiedliche, YouTuber und deren Videos lässt man gegeneinander antreten. Ist schon wild irgendwie. Das ist so ein bisschen YouTuber-Quartett. Es ist genau das. Es ist ein YouTuber-Quartett. Richtig weird, aber war ganz geil, mit denen eine Show zu machen. Und die haben dann irgendwann Sachen ins Publikum geworfen und haben uns dann überlegt, ey, Moment, warum denn umsonst machen? Was wir machen können, ist einfach das Hochtauschen. Wir starten mit dem Ding, was wir reinwerfen und lassen uns dann was noch Geileres wieder rausgeben. Und dann, ich weiß gar nicht, was das Beste war. Am Ende hatten wir jedenfalls einen Campingstuhl auf der Bühne. Das fand ich schon nicht schlecht. Wie geil ist denn das bitte? Gegen so ein, ich weiß nicht, gegen irgendwie so ein Puzzle oder so. Schon nicht schlecht, oder? Campingstuhl gegen Puzzle kann man lassen, ja. War eine spontane Idee und jetzt, ach Alter, Leute, jetzt wird draußen schon randaliert. wir müssen vielleicht mal die Menschen mit Kacke bewerfen gleich, dann müssen sie, dass sie hier nichts zu suchen haben. Nein, besser nicht. Wir haben euch gerade schon ein bisschen gesehen in dem Einspieler. Das war unser Vlog vom vierten Tag, also von gestern. Da sieht man, was ihr auch so tagtäglich hier die ganze Zeit treibt und durchmachen müsst. Ihr verkommt richtig zu so Showhuren hier, oder? Rampensäue, par excellence. Ich freue mich so tierisch auf die Sachen, die wir zeigen vom heutigen Tag. Die Aufnahmen sind das göttlich so geworden. Hast du die schon gesehen? Man hat es ja im Stream eben gesehen. Aber ich war dabei. Es war ja tatsächlich live. Also ihr habt es ja, wenn ihr auf dem MSI-Kanal vorhin schon geschaut habt, dann habt ihr es möglicherweise schon mitbekommen. Also vielleicht nochmal für alle, die es nicht wissen, für die zwei Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Wir sind jeden Tag von 10.30 Uhr bis 20 Uhr live und davon den ersten Teil beim MSI-Kanal, auf dem MSI-Kanal bis 18 Uhr. Haben fantastische Gäste da. Diese Woche ist noch der Stay da. Es ist Tenendo noch da. Die Jungs von Play Nation sind noch am Start. Mafuyu, Max Fresh am Samstag. Max Fresh kommt noch. Lost Aiming. Lost Aiming. Alter. Dann haben wir morgen noch Lenny Ficate bei uns, um das YouTuber-Game mal wieder mitzuspielen. Ich habe da gerade noch mal kurz den Cyrus richtig um die viele Ecke Leute linsen sehen. Hat er gelinst? Er hat gelinst. Die Show ist er weg. Level. Und jetzt ist er nochmal gegangen. Ach, der Cyrus, ey. Der Cyrus. Also, es ist jedenfalls insgesamt eine sehr wilde Action, die hier läuft. Der Stream, es macht super Spaß, aber auch der Bühnenshow-Teil ist halt nicht zu verachten. Ne? Also, ja. Wie die gerade mit euch gesungen haben, meine Güte. Das war einfach irre, oder? Ist nicht schlecht, oder? Das war sowas von verdammt mega sick. Ich habe viel erwartet von dieser Gamescom. Wir haben uns über Wochen hinweg das Hirn zermartert, was kann man hier Geiles machen, und es passiert hier ultra viel on the fly, ja. Wir überlegen uns solche Sachen im laufenden Betrieb und vorhin haben wir einfach gedacht, hey, lass uns mal irgendwas dafür machen, dass wir einfach mal eine Grafikkarte ins Publikum ballern. Weil man ja auch merkt, dass wie die Leute denn eigentlich gerade so drauf sind, wie heiß die so sind, wie viel Bock die haben mitzumachen und sich auch einzubringen dann. Vielleicht haben die irgendwie, sind die träge und wollen gar nicht, ne? Und da musst du sich dann einstellen. Also so eine Nummer kannst du nur machen, wenn du eine richtig geile Crowd hast. Ja, absolut. Aber dass sie so krass drauf sind, damit haben wir nicht gerechnet. Nee, wirklich absolut nicht. Wir haben gedacht, wir haben ein paar Zuschauer da. Wir haben gedacht, okay, LOL ist vielleicht interessant für ein oder zwei Leute. Aber dass da plötzlich die Leute bis fast zum Mittelgang sitzen und das LOL-Match gucken, was der Flo castet, das ist wow.
Kann man auch nochmal sagen, der Neon TV macht einen Bombenjob da mit dem Cast, oder? Irre gut. Absolut. Ja. What the fuck? Neon TV macht einen Bombenjob, unsere Kollegen hier am Stand machen einen Bombenjob und ihr macht einen Bombenjob. Das ist der absolute und Hammer. Ihr wirklich. Macht auch einen Bombenjob, Jungs. Wirklich. Großartig. Ja, ich weiß, wir sind einfach nur so Spacken wie immer. Ja, aber ihr seid halt voll involviert in so vielen Bereichen und dafür läuft das dann trotzdem immer noch ganz gut, als wärt ihr komplett unverbraucht und frisch. Als hätten wir irgendwas geplant, ne? Oder was genommen. Schauspielunterricht. Sehr guten Schauspielunterricht. Mehr nicht. Schauspielunterricht und Make-up. Das macht eigentlich die halbe Show aus. Ich musste gerade hier mal noch so ein Schlückchen trinken von diesem Eiskaffee. Wir haben Eiskaffee am Stand von Mr. Brown, den wir allen Leuten, die auch hier uns besuchen kommen, immer schön und gerne anbieten. Nee, den müssen wir leider, das müssen wir jetzt. Es gibt ja auch tolle Eiskaffees zum Beispiel von wem gibt es eigentlich so tolle Eiskaffees? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Mir fällt auch keiner mehr ein. Es gibt jedenfalls tolle Eiskaffees. Ja. Aber keiner ist so toll Starbucks, wie Mr. Brown. Starbucks hat... jedenfalls ist es total geil, Eiskaffee hier zu haben, um Leute auch ranzulocken. Kommt mal her zu unserem Stand, wir haben Eiskaffee, das funktioniert. Das zieht, get ne? in the van, we have iced coffee. Ja, okay, das ist jetzt schon wieder ein bisschen creepy, aber Quatsch. Funktionieren würde es. Wahrscheinlich schon. Ich guck mal jetzt ganz kurz in den Twitch-Chat auch nochmal rein, falls ihr irgendwelche Fragen habt, was bei uns eigentlich so geht, irgendwie zum Programm. Vielleicht auch das, vielleicht können wir den Link einfach mal gerade nochmal zum Programm in den Chat reinschreiben. Das gibt's alles fein säuberlich aufgelistet auf der Homepage von euch, die ihr extra für die Messe angelegt habt, die Aktionswebsite. Und da ist halt das komplette Stream- und Live-Programm zu sehen. Das heißt, für alle, die noch auf die Messe kommen, für alle, die zu Hause sind, die wissen genau, wann können sie MSI verfolgen. Und es wird bisher ja sehr, sehr gut angenommen. Also wir haben ganz fantastische Leute, also auch jetzt ihr gerade, die jetzt zuschaut. So ein sympathischer Chat, fast die ganze Zeit, nur cool. Sehr gutes Feedback, sehr nett auch. Und das ist wirklich sehr, sehr schön so mitzuerleben. Ja, das ist richtig, richtig großartig. Also einfach dabei sein, auch wenn man vielleicht nicht auf der Gamescom sein kann. Einfach im Twitch-Chat ein bisschen mit abhängen, ey, das ist mega entspannt. Es ist wirklich, es findet sich eine richtig tolle Community zusammen und es macht einfach Spaß. Da wird sich auch gegenseitig geholfen und so weiter und so fort und meine Frage beantwortet, ey, wann steht das und das an? Da wird mal ein Link gepostet zu der Promo-Page für die Gamescom. Das ist halt echt mega, mega super. Es wird sich übrigens gerade mal wieder darüber echauffiert oder es wird sich darüber gewundert, dass du Beine hast. Das ist der Klassiker. Ja, Twitch-Streamer haben eigentlich keine Beine. Das ist auch bei mir der Fall. Das hier, das sind so... Sind das Original-MSI-Beine eigentlich? Das sind Original-MSI-Beine. Die sind auch übertaktet, ne? Die sind vollkommen übertaktet. Allerdings ist das eine ältere Generation. Da laufen gerade die Füße ein bisschen heiß. Das funktioniert aber. Wir sollten auf jeden Fall uns jetzt nochmal einen Einspieler angucken, damit wir ein bisschen was sehen auch von der Messe. Wir sind ja die ganze Zeit unterwegs, auch noch mit einem Kamerateam. Und deswegen haben wir dann auch die Möglichkeit, euch da draußen, und jetzt in dem Fall euch beiden, ein bisschen was zu zeigen, was sonst so abgeht. Weil, habe ich gerade zu Cyril schon gesagt, der Nachteil, dass man hier so einen guten Stand hat und den betreuen darf, man muss ihn auch betreuen. Das heißt, man ist halt die ganze Zeit oder die meiste Zeit hier. Und was draußen so abgeht, das zeigen wir den Leuten über tägliche Vlogs, aber auch in Videos von Spieleentwicklern, Interviews mit Spieleentwicklern und so weiter und so fort. Und das nächste Stückchen davon, das seht ihr an dieser Stelle jetzt. Und dann werden wir im Anschluss mit den beiden Jungs da einmal ganz kurz drüber quatschen. Bin mal gespannt, was eure Meinung ist. Also viel Spaß. Mit dem Eddie hier. Hi Eddie. Moin, hallo. Du hast hier das geile StarCraft-Case gemacht. Ja, erzähl noch ein bisschen was dazu. Ich habe gerade schon Kristalle gesehen. Ja. Sind die 3D gedruckt? Ja, die kommen aus einem 3D-Drucker. Die habe ich mir machen lassen, leider habe ich selber keinen 3D-Drucker. Sind aber auch sehr gut geworden. Wurden dann noch ein bisschen angemalt von mir, also auch passt zu den Farben von dem StarCraft-Spiel selber. Okay, ja. Die restlichen Sachen, das ist so ein bisschen Wargaming einfach nur, ne? So die ganz normalen Sachen, die man so kriegt, so Pflänzchen und sowas, alles nur zusammengebastelt, ja? Ja, die Pflänzchen und die Farben und so, das ist alles so aus Modellbau. Und ich habe auch gedacht, da ja StarCraft jetzt ein Remake rausgebracht hat, vor ein paar Tagen,
passend zu Gamescom habe ich gedacht, dann mache ich mal eine StarCraft-Mod. Also das war der Hauptanlass dafür? Ja, auch weil ich auch schon jahrelang ein StarCraft-Spieler bin. Okay, kommen wir ein bisschen zur Hardware. Ja. Ich habe schon gesehen, ein geiles MSI-Board ist da drin. Genau. Von der Grafikkarte sieht man nicht mehr allzu viel, außer hinten so ein kleines MSI-Logo. Ja. Schön mit Wasserkühlung. Was hat dich zu den Komponenten gebracht? Erzähl doch mal. So, weil ich habe gesehen, es ist eine 1080. Genau. Ist für StarCraft ja eigentlich ein bisschen zu viel schon. Ne? Richtig. Erzähl mal ein bisschen, wie du jetzt da... Na, wie bist du dazu gekommen? Ich stehe ganz gut mit MSI in Kontakt. Hab da mal nett nachgefragt, ob die Lust hätten, meine Mod zu sponsern. Und ja, siehe da. MSI hat gesagt, ja, machen wir gerne. Ja, dann ist dann die 1080 geworden mit EK-Kühler. Das Z72 Carbon Board. Ja, ich finde, es passt auch. Ich suche meine Hardware auch meistens danach aus mit der Farbgebung. Da StarCraft ja relativ dunkel ist, das Spiel selber, muss es natürlich auch ein schwarzes oder dunkles Board sein und auch eine dunkle Grafikkarte. Okay, ich sehe das schon. Also die Lüfter hinten sind blau, ja? Genau. Die Figuren. Sind die auch 3D gedruckt? Sind die nicht? Die sind richtig gekauft, oder? Die sind gekauft, ja. Was kosten die? Naja, ich sag mal, wenn man sagen darf, für eBay 50 Euro. Pro Figur? Nee, alles. Okay, dann geht's ja noch, ne? So, und Case ist Sonderanfertigung oder gab es das auch irgendwie wiederverwendet aus irgendwas anderem? Nee, das Case ist das Thermaldec TR900. Okay, ja. Und das wurde halt ein bisschen modifiziert. Also die ganzen Seitenwände sind ja alle aus Plexiglas. Ja. Es sollte so ein bisschen so, ja, den Look von so einem Terraner-Bunker haben. Ich habe 1,5 Monate ungefähr gebraucht, jeden Abend mal 1-2 Stunden. Die Herausforderung ist eigentlich mal die Wasserkühlung. Wie machst du es, wie machst du es nicht, wie sieht es am besten aus? Wie machst du es so, dass du nicht alles voll baust? Ja. Aber es sieht sehr schick aus jetzt, ja, muss man sagen. Ne? Danke. Gut, ich glaube, dann sind wir soweit durch. Perfekt. Dann bedanke ich mich. Ja, ich bedanke mich auch. Und noch viel Spaß auf der Gamescom. Ja, danke. Und da sind wir auch schon wieder und haben uns gerade diesen fantastischen Case-Mod von Eddie Kuss angeguckt. Der da so einen StarCraft-Frachter einfach mal nachgebaut hat und zum Rennen gebracht. Moment, wie krank sieht das aus? Das vom Eddie ist ein StarCraft-Mod gewesen. Das war das, was wir zum Schluss gesehen haben. Mit den Kristallen, genau. Die Kiste. Richtig. Genau. Und das, was du meinst, ist der Harrower-Mod vom Andreas, von Modellbau. Den habe ich nämlich auch gesehen, aber das ist am Captiva-Stand jedenfalls gewesen. Und genau, Halle 10.1. Und da ist, oder andersrum, euer Kram ist ja überall auch noch vertreten. Ich bin heute das erste Mal so ein bisschen in ein paar Hallen gewesen, wo ich sonst nicht war. Und ich seh relativ oft das MSI-Logo irgendwo durchschimmern. Ne? Also ihr habt nicht nur hier einen Fanstand hingesetzt, sondern ihr seid irgendwie überall immer mal mit so einem überall. Fuß in der Tür. Ganz genau, ganz genau. Sagen wir es mal so. Unsere Partner wissen, was sie an unserer Hardware haben. Ich merke, dass ich fast keine Stimme mehr habe und nachher dringend nochmal eine Lutschtablette brauche. Aber das geht noch, das funktioniert hier noch. Was waren so Case-Mods, die ihr bisher hattet, die ihr extrem krass fandet? Also neben dem, der nicht schlecht war, habt ihr doch bestimmt eine ganze Menge schon gesehen mit eurem Kram, oder? Weil ja, der Kram sieht ja eben auch oft einfach nach was aus. Ja klar, also ich finde es immer wieder faszinierend, diese Kreativität und diese Energie und viel Liebe, die Modder in diese Projekte hineinstecken. Mir persönlich als Star Wars Nerd gefällt der Harrower. Den wir auch eben kurz im Bild immer wieder gesehen hatten, vom Andreas Hane von Modellbau RD. Der hat den uns auch vorbeigebracht am Freitag vor der Gamescom, hat uns gezeigt, wie man das Ding überhaupt transportieren kann. Der Kerl ist von Schleswig-Holstein aus über Nacht zu uns nach Frankfurt gefahren und hat uns das Ding angeliefert. Ja. Ey, das ist krasser Einsatz. Also der Harrower-Mod an sich ist ein krasser Einsatz mit über 1000 LEDs, aber dann das Ding auch nochmal persönlich anzuliefern und zu erklären, wie funktioniert der und wie kann man da noch Teile auseinandernehmen und so, das ist echt heftig. Der ist echt ehrfurchtgebietend. Ne? Also da steht man davor, das Ding ist 1,26 lang, über 1000 LEDs, 300 Arbeitsstunden stecken da drin und egal wo du, aus welchem Winkel du das Teil betrachtest, dir platzt die Hose auf, wirklich. Vor allem als Star Wars Nerd aus Star Wars The Old Republic, aus dem Online-MMO, hat er das aus einem Intro-Video gesehen und fand das so geil, dass er das direkt mal nachgebaut hat. Und ich meine, wie geil ist dieses Teil geworden? Also wirklich großartig. Ja. Insgesamt, also ist diese Case-Water-Szene etwas, wo ich noch nicht so lange mich drin irgendwie bewege. Wir haben den Eddie, der da gerade aber war, auf der CeBIT aber das erste Mal kennengelernt.
Und da hat er einen riesengroßen Schreibtisch gebaut, der dann gleichzeitig sein Rechner war. Und das fand ich auch total einen wilden Ansatz zu sagen, okay, mein Rechner ist gleichzeitig mein Möbelstück. Das Teil allerdings wog auch so 200 Millionen Kilo und es war einfach unfassbar. Tatsächlich haben wir vor kurzem auch noch so ein Projekt gefeatured und zwar vom guten Jannis, der gestern hier am Stand war. Jay Relook, J-R-E-L-O-O-C. Der hat uns angefragt und hat auch schon andere Kooperationspartner an Bord gehabt und hat gesagt, ich mag mir so einen eigenen Schreibtisch bauen aus Holz und anderen Materialien und suche dafür Partner. Ich habe dafür zum Beispiel schon AlphaCool am Start für die Wasserkühlung. Nvidia unterstützt mich dabei mit Promo und mit den Founders Editions Grafikkarten. Und ich brauche noch ein tolles Mainboard und da kam ich auf MSI. Wir haben gesagt, ja, das können wir definitiv machen. Das ist ein tolles Projekt. Der hat Blaupausen vorgelegt, der hat Konzeptzeichnungen vorgelegt und Ideen, wie er was umsetzen will. Und das war so überzeugend, da haben wir gesagt, ja, machen wir. Und er macht zum Beispiel auch ganz tolle Worklogs dazu und postet die auf seinem YouTube-Kanal. Ey, Hammer, wirklich unterstützenswert. Und der Bub, der ist noch keine 18 und gar nichts, ne? Ey, der hängt sich da richtig rein, das ist richtig, richtig cool. Da hat man fast ein bisschen Angst, was da mal irgendwann kommt, ne? Wenn der ein bisschen länger im Biss ist und sich dann noch weiter auskennt. So. Aber gut, wenn ihr jetzt schon mal in Kontakt seid, ist er euch vielleicht später wohlgesonnen, wenn es dann richtig abgeht bei ihm. Das war also mal ein kleiner Hardware-Ausblick, aber es gibt natürlich auch diverse Spiele. Wir sprechen mal gleich noch ein bisschen was über, oder was bei euch bisher so spielemäßig interessant war auf der Messe. Gucken jetzt aber vor allen Dingen erstmal in Battlefield rein, in das Neue, und in den neuen Mod. Und da haben wir unter anderem einen der Entwickler interviewt und das sehen wir dann jetzt. I am here with Yoye from DICE, and he's going to tell us something about Battlefield Incursions, the upcoming add-on. And what can you tell us so far? Yes, so this is finally a point in time where we can release something competitive in Battlefield. It's a 5v5 mode that we're developing together with the community to kind of get all the knowledge from the community, because we know that there's a big urge within the community to get competitive in Battlefield. So this is our take on it. Okay. How did you get the feedback from the community? How did you interact and communicate? So we have the Game Changers, which is part of this EA initiative. But now we're also on Reddit, where we have a like direct communication with the people in the community. So right now, of course, before anyone has really had a chance to play it, there's a lot of speculation and questions, concerns about, oh, the vehicles are too strong. We just had a session here and I talked to the vehicle operator, and to quote him, I did not feel like a god. So he was having a rough time. Okay, I think so. And what are you showing us at Gamescom? So this is, we're showing one map and we have five kits locked here. So, and the kits all have special abilities and it's very limited. And of course we're very, we make sure to say that this is pre-alpha and it's not a marketing alpha, it's an actual development alpha. So things might break and that's fine. And things aren't balanced yet, and that's also fine, but that's where we want the feedback. That's quite cool that you like involve everyone in the process. How long did it take you so far, the development? You mean how long we have been developing for? So, I mean, we can go way back. We have been working on this for years on paper, but we really haven't had the chance to implement it until now in Battlefield 1. So it's been going for a while, but actual implementation has been going for a few months since, I think, well, actually it's almost a year now, but it feels like a few months because time flies when you're having fun. Okay,
maybe last question, what's your favorite, personal favorite feature? Oh. Do you have one? Yeah. I mean, there's so many to choose from. I get made fun of from the other devs when I say that the vehicle wrecks, we don't remove them. We let them stay on the map, so they become kind of dynamic cover as we play. I really like that, but it's so cheesy. But yeah, no, that's going to have to be my answer. So destroyed vehicles. Okay. I like that too. So, Yo-Yo, thanks for your time. Thank you. Great. Und die machen schon wieder Blödsinn. Hallo Dan, wir sind wieder da. Hallo. Hallo. Na? Geht gut. Eure Einschlafhaltung entnehme ich. Das Battlefield Add-on reißt euch nicht vom Hocker. Nein, dem nimmst du einfach nur, dass wir wirklich, wirklich müde sind. Und ich merke, mir grätscht die Stimme immer mehr weg. Das ist richtig krass. Wir haben es schon mal probiert. Wir machen es einfach pantomimisch im Zweifelsfall. Ja. Das ist auch gar kein Problem. Tanzen gleich, wir tanzen Was gleich. Was ist das für eine Pantomime? Keine Ahnung, das war pantomimisch Dance Party. Ja. Wir, Dance Party. Dance, Dance Party, Alter, gar nicht so ich schlecht. Ich habe dich vorhin so gut ersetzt in der Gesprächsrunde mit unserem Dirk und mit dem Jens von Turn On. Ich habe genauso flache Witze gebracht. Das war perfekt. Das vielleicht, war perfektes Replacement. Vielleicht können wir alle mal gemeinschaftlich die Füße kurz hoch. Oh. Oh, jawohl. Uff. Wie geht's euren Beinen so? Platt. Ja. Du meinst den Stümpfen? Das ist schon das Heftigste, wenn man so viel stehen muss, glaube ich. Ne? Das ist so der Teil, der einen so umnockt. Also zurück zu Battlefield. Interessiert überhaupt Battlefield die Reihe weiter zu verfolgen? Ist das für euch spannend? Haltet ihr da was von Add-ons oder ist das gerade gar nicht eure Phase? Grundsätzlich ja. Ich habe damals ja auch schon das erste Battlefield gespielt, Battlefield 2 auch, 2142 auch. Also ich habe da eine Historie in der Reihe. Allerdings habe ich bei mir gemerkt, in den letzten Jahren flacht so allgemein mein Interesse an kompetitiven Multiplayer so ein bisschen ab, weil ja, es ist ein bisschen frustrierend, wenn gefühlte Elfjährige den Boden mit dir aufwischen. Denn du weißt, was ich meine. Aber auf Battlefront habe ich Bock. Also in meinem Fall ist es so, dass jede Altersklasse mich mit mir den Boden aufwischt. aber ja, prinzipiell immer Interesse an Battlefield. Battlefield 1 habe ich auch zum Release sehr, sehr oft gezockt. Allerdings ist da das Interesse so ein bisschen abgeflacht. Woran lag es bei dir? Ja, woran lag das? Ich fand es teilweise zu repetitiv. Man hat so fast ähnlich wie bei einem MOBA so seine Bahnen, die man läuft, beziehungsweise es verlagert sich dann immer so hin und her auf der Karte. Aber doch immer in eine Richtung, man kämpft immer in eine Richtung und so weiter und so fort. Und mir gefällt persönlich ja, das Prinzip besser, dass man sich frei auf einer Karte bewegt und zum Beispiel dann in eine Endzone gelangen muss und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt keine anderen Spielnamen nennen, das ist Wüsst vielleicht du überhaupt ein bisschen nicht, worauf du hinaus willst. Ich habe auch keine Ahnung, wovon ich gerade rede. Ja. Er spielt so ein bisschen auf PUBG an. Ist das was ich auch abholt eigentlich oder kannst du den Hype nicht nachvollziehen? Also ich habe das ja bei euch im Studio tatsächlich das erste Mal ausprobiert. Ihr wart live bei meiner Entjungferung dabei. Yes. Ich hatte davor H1Z1 eine Weile gespielt. Ja, mit den richtigen Leuten macht das schon Laune, aber es ist jetzt nichts, wo ich wirklich fest Interesse dran hätte. So ab und zu mal eine Runde, gut, gerne, aber nichts, wo ich da wirklich gerne lang dabei bleibe. Also ich habe es vor Ort nicht angespielt, ganz einfach, weil da tatsächlich ein bisschen viel los war. Das Interesse schien sehr hoch zu sein. Also ich hatte das Gefühl, da waren doch schon einige Leute, die da Bock drauf hatten auf das Ding. Also so im Allgemeinen. Ja, ja gut, Add-ons dienen ja letzten Endes auch dazu, noch zusätzlichen Content zu einem Game hinzuzufügen, um dann ganz einfach auch den Lebenszyklus des Games zu verlängern. Ja? Während vielleicht ein anderes Entwicklerteam derselben Firma schon an was anderem arbeitet. In dem Fall jetzt, ja gut, Battlefront ist ja jetzt auch bald draußen, also Battlefront 2. Wer weiß, vielleicht wird schon am nächsten Battlefield gearbeitet, Battlefield 0,5 oder sowas. Wahrscheinlich. Oder Battlefield Zero. 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 Battlefield Zorro.
Battlefield Zorro? Nein. Wieso? Mit Mantel und Degen? Warum sollen sich 64 Zorros auf die Fresse hauen? Weil sie es können. Welche Kriege fehlen denn noch für Battlefield? Koreakrieg. Vietnam, ne? Okay. Nee, Vietnam hatten wir. Sag ich doch gerade. Ja, genau. Du hörst mir nie zu. Sag ich ja. Du hörst mir nie zu. Korea, vielleicht irgendwas Aktuelleres aus der jüngeren Historie. Ja, aber weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, einiges. Vielleicht mal der Sezessionskrieg in den USA. Das wäre vielleicht auch mal eine ganz interessante Sache als Setting. Das wäre ein echt interessantes Setting. Ja, Nordstaaten, Südstaaten und so weiter und so fort. Allerdings ist es da schon ähnlich wieder wie bei Battlefield 1. Ja? Battlefield 4 hat man ja gesehen, das war das Paradebeispiel an modifiziere deine Waffe und starte so durch. Battlefield 1 ist da wieder so einen kleinen Schritt zurückgegangen, ja, mit weniger Attachments und einem anderen System. Ich fand schon groß den Schritt, aber ja, es war ein Schritt. Ja, im Umfang, ich sag mal im Umfang. Beim Sezessionskrieg, ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt so ein Rotpunktvisier auf seine Muskete ballert, glaube ich weniger. Ich würde das Spiel aber komplett mal umkrempeln und würde viel von der Kritik wieder, was denn? Ja, so ein Cyberpunk-Setting. Im Sezessionskrieg. Im Sezessionskrieg, ja. Wieso nicht? Why not? Mal etwas freier gefragt, gibt es denn andere Titel, wo ihr sagt, ey, da bin ich voll hinterher, da habe ich richtig krass Bock drauf? Destiny 2. Okay, das haben wir gerade beim Cyrus auch schon gehört. Ja, ja. Destiny 2, bei dir nicht, ja? Der will nie mit mir zusammenzocken übrigens, ne? Immer die Spiele, auf die ich Bock habe, da sagt er, weiß ja. nicht. Ja, aber das war der Klassiker bei jeder LAN damals. Es gab irgendwen, der wollte Warcraft 3 spielen und irgendwen, der wollte lieber CS 1.6 spielen. So. Ja. Ja. Und am Ende haben alle Blobby Wolle gespielt. Und am Ende haben alle Blobby Wolle gespielt. Blobby Wolle ist super, ey. Absoluter Killer. Ja, mein Problem zum Beispiel an Destiny 2 ist, ich spiele gerne kurze, knackige Runden und möchte zum Beispiel nicht grinden. Ich kann das verstehen, dass viele Leute sagen, so ja, da kann man ein bisschen nebenbei klicken und so und kann dann noch eine Netflix-Serie anschauen oder sowas oder einen Livestream verfolgen, zum Beispiel bei den Nerdstars. Funktioniert einwandfrei für viele Leute. Ich selber mag das nicht. Ich widme gerne meine Aufmerksamkeit einer Sache. Ja, ich weiß es nicht. Ich finde es persönlich höflich, sowohl Menschen im Gespräch gegenüber als auch einem Medienprodukt gegenüber, meine volle Aufmerksamkeit dem gegenüber zu schenken, es wertzuschätzen. Und es nicht nur mit einem Ansatz Höflichkeit gegenüber einem Spiel. Sehr ja, gute Idee. Beziehungsweise Wertschätzung gegenüber dem Team, was da im Hintergrund steht. Ja, ja, ich sehe es schon. Ich möchte mich darin ein wenig einfinden können. Wenn man es jetzt sozusagen als Kunstobjekt betrachtet oder so, dass man sagt, man schätzt es damit wert, auch bei Musik. Ich kann mir vorstellen, dass es für manche Künstler ein Problem ist, wenn deren Musik so nebenbei nur im Radio läuft. Das kann ja irgendwie nicht das Achievement sein, dass man irgendwie nur läuft, gerade während einer kocht oder putzt oder bumst, sondern man will ja vielleicht, obwohl beim Bumsen wäre schon geil, also da hätte ich schon Bock, einen Song zu schreiben, zu dem die Leute echt alle, das wäre, stell mal vor. Stell mal vor, du hättest hier, keine Ahnung, Trommelfantasie. Viel von Robbie Williams. Trommelfantasie. Trommelfantasie. Da dürfen wir nicht mit anfangen, sonst sind alle gleich böse auf uns. Ich bin mir nicht sicher, wie das heißen würde. Vögelfantasie? Ich kann das jedenfalls nachvollziehen, aber gerade im Bereich Streaming-Konsum oder Spielen, das passiert, glaube ich, sehr, sehr viel. Ne? Dass da gleichzeitig gestreamt und selber gezockt wird, Streams geguckt und selber gezockt wird. Ja. Mega viel, oder? Das kann ich dann, also ich persönlich kann das dann aber wirklich nur bei Spielen, wo ich mich nicht so sehr konzentrieren muss. Wenn ich dann zum Beispiel irgendwie eine kleine... Mau Mau, genau. Ja, da brauche ich schon sehr viel Konzentration. Hearts. Aber wenn ich... Wow. Jetzt haut er aber die schweren Geschütze hier raus. Absolut. Nee, aber wenn man so eine kleine Stadt in City Skylines baut oder so, was ganz Entspanntes, ja, dann nebenbei einen Stream laufen lassen, das ist okay. Ich kann zum Beispiel allerdings auch in so einem MMO sehr gut entspannen. Ich habe lange, lange Zeit das Star Wars MMO gespielt, SWTOR. Und irgendwann hast du diese... ja, nee, dafür kriegst du noch Den hatten wir gestern schon, den Joker. Ja? Ja, ich glaube, der kommt jetzt jeden Tag. Ja.
irgendwann hast du dann halt auch deine festen Abläufe in den Dailies und sowas und kannst dich nebenher im TS oder im Discord oder was auch immer super unterhalten. Aber um zurück den Bogen zu Destiny 2 zu kriegen, ich habe da auch dann dreimal die Woche dann eben geradet in SWTOR und ich habe da einfach Bock drauf. Das macht unglaublich viel Spaß, so eine knackige Gruppenaufgabe vor sich zu haben. Und ich hoffe, dass Destiny 2 das dann tatsächlich auch erfüllt. Ist dann mein Einstieg ins Destiny-Universum, weil Shooter zocke ich halt wirklich nur am PC und bin deswegen halt auch sehr froh, dass das jetzt endlich im zweiten Teil den Weg auf den PC finden wird und hab direkt auch richtig Bock da drauf. Hoffe auf richtig geile Raids. Prinzipiell von meiner Seite aus wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Auch wenn es nicht mein Game ist, kann ich immer nur sagen, wenn Leute Spaß an dem Spiel haben, ey, das ist wünschenswert. Es ist in der Tat wünschenswert. Herzlichen Dank, dass du mir das gönnst. Immer gern. Nee, das sollte nur noch mal abrunden, dass ich gesagt habe, so, nee, das ist nicht meins. Sag doch einfach, dass du nicht mit mir zocken willst. Ich verstehe das. Immer muss ich ehrlich sein. Ich würde jedenfalls vorschlagen, bevor wir den nächsten Einspieler gucken, wir haben nämlich noch was am Start, und zwar das neue Need for Speed. Auch da haben wir ein Entwicklerinterview gehabt. Machen wir doch noch mal so ein kleines Raffle, oder? Das letzte für heute. Und was wir raushauen, ist Monopoly Assassin's Creed. Das ist nice. Wie wäre das? Sehr geil. Zu gewinnen von Winning Moves habe ich abgestaubt bei meinem Bühnenauftritt, habe ich mitgehen lassen für euch. Und auch da könnt ihr einfach mitmachen, wenn ihr Ausrufezeichen Ticket und dann die Anzahl der Tickets reinschreiben wollt. Ein Ticket kostet 25 Nerdstars. Nerdstars verdient ihr durch Zugucken, einfach so, gratis. Und also immer schön fleißig dabei sein. Und dann habt ihr vielleicht die Chance, dieses Ding zu gewinnen. Und ich würde sagen, wir öffnen das. Maximal 5 Tickets könnt ihr, wie gesagt, kaufen. Und wir geben einfach mal Vollgas. Und dann, während das läuft, gucken wir uns den Einspieler von Need for Speed an. Oder? Bock? Klingt gut. Okidoki. Und rein in den Einspieler. Ich stehe jetzt hier mit Will und der kann mir ein bisschen was erzählen über Need for Speed Payback. Maybe we start off like, what are the main features of the game? Yeah, Need for Speed Payback really wraps up all the favorite fan features from all the Need for Speeds. Right, so it's got classic iconic cars, it's got great customization, cop chases in a gorgeous open world that you can explore, but then all of that is wrapped in an action blockbuster package, right? Because people like to feel like a hero when they're driving, right? You're driving a hot car down the highway and you've got cops chasing you, you want to feel badass, and so we present the whole game in a cinematic fashion. Okay, so that's the main new feature, like you have that cinematic look to it. That action blockbuster look and feel to it, yeah. So you're still racing, you're still doing, you know, race events, you're still doing drift events, we've got drag, off-roading, but then we've got these blockbuster missions. So you're racing, we've got three different characters with various story threads and their own gameplay, and then they all come together to cooperate in these blockbuster action missions. Okay. That sounds quite cool. You've been telling me before that you've been working on the other Need for Speed games too before, and so what was new for you to like develop this game? Yeah, you know, I was a Need for Speed fan before I was a Need for Speed developer, right? And then, you know, working on the franchise, you know, worked Black Box in Vancouver and worked on some really great titles there. But, you know, I think over the years, you know, many years, you know, Need for Speed's been around like 23, 24 years. You know, every generation tends to have their own favorite Need for Speed. And so we talk to those fans and we find out what they love about those particular games. Then we wrap those all into a modern game, right? On modern consoles and modern hardware, right? You know, with beautiful graphics, with, you know, modern physics. And how did you communicate with the fans? Yeah, well, we have a great community engagement. And we have community managers who are always talking to fans. You know, we're talking to influencers, you know, such as here at Gamescom, right? We're in touch with the influencers. We also you know, do surveys, and we listen to it all, right? We read it all, and we find out what people want. And then we wrap it all in what we think is a great experience for the next Need for Speed. Okay.
So what are you showing us right here on Gamescom? Yeah, so at Gamescom we're showing a couple of things that we revealed earlier in the year. So we have our Highway Heist, which is our great blockbuster action mission that we showed in Los Angeles. We also have a new race featuring the brand new BMW M5, which we revealed last night. But then we've also got a couple of other experiences which we're showing behind closed doors. There's a cop mission and also off-roading for the first time. So it's really tough with a game like Need for Speed Payback with such variety to show everything, but we're trying to show as much as we can at Gamescom. Okay, so was that difficult to develop, like the whole off-road thing? I mean, it was tricky because this is offering for the first time in Need for Speed. But what we did was we really opened up the world, right? So it's not just a big open world where you're driving on roads. We opened up all the terrain in the desert, right? And we built jumps and we built places where you can discover canyons that you can drive through. And what we found is that we take that classic Need for Speed handling and control and physics, and then it translates perfectly into off-road. Right? So you're driving on sand, you're driving on dirt, you're finding jumps, you're finding collectibles in the world, and that's perfect for the off-road vehicles. Okay, so interesting, like, what was your experience when you first time thought, wow, we're developing a real cool cinematic game right here? I think it was some early prototyping where we really wanted to emphasize a lot of action moments, right? Battling with opponents, getting away from cops, making big air jumps, and we realized these are moments that people want to celebrate, right? They make people feel so cool when they do them. So it really led us down a path of like, well, let's present them as if they're in action movies. And then we just built that up and went, what if we built these action scenes, right, which link all of these cool action movie moments and make you feel like you are playing out an action movie. And that's how we built up to this blockbuster action vibe. Did you have any influences who made you create those scenes, anything? Yeah, so I've loved cars ever since I was a little boy, right? And watching classic TV shows, watching cop chases, watching all those great action movies that had amazing car chases, and so have our entire team, right? Doing the cinematics and doing our narrative and our story. And I think when we jam on these blockbuster action missions, we're drawing from really decades of watching these TV shows and movies. So there isn't any one influence. It really is an amalgam of all that experience, of all those great memories of great car chases. And one last question: what's the best feature? Oh, that's really hard to pick one. Yeah. But I think we're really proud of the fact that we have all of this classic Need for Speed gameplay in a giant, gorgeous open world that you can explore. It's really more open than we've ever done before. It's gorgeous with 24-hour time of day, and there's so much racing to do. There's so much to explore. There's so many cop chases in there. Like, really, you're going to want to dive into this new world of Fortune Valley and just... It's a true open world experience. So how many hours of gameplay when you play just like the missions? Yeah, I think we have this new single player campaign, playable offline, and in the office we're getting some decent play times, like around 20 to 25 hours, because there's so much to do, right? And people want to collect so much, and people have multiple cars to build and to customize and to tweak and tune for particular events. And so we're getting a nice play time of around 20 to 25 hours. Cool. And that's even before you get into online multiplayer. All right. Yeah, I'm looking forward to it. Thanks for the time. Thank you, Peter. Well, real pleasure. Hallöres, da sind wir wieder. Na, seid herzlich gegrüßt. Das war Need for Speed. Und zwar in einer quasi Open-World-Variante jetzt. Also viel Offroad-Kram und so weiter. Neue Komponenten für alte Need for Speed-Hasen zumindest. Seid ihr ein bisschen drin im Racing-Gaming oder überhaupt nicht euer Thema? Ich bin nicht so drin. Dafür vielleicht aber die Person, die neulich meinen EA Origin Account gehackt hat und das Need for Speed pre-ordern wollte auf meinen Account. Das war sehr interessant. Habe ich natürlich rückgängig gemacht. Das waren bestimmt EA-Guerillas so irgendwie. Ja, EA-Guerillas. So Secret Marketing und sowas. Wir haben total viele Vorbestellungen. Absolut. Ich bin aus dem Need for Speed Game eher so ein bisschen raus. Ich fand Underground und Underground 2 mega, das war noch die Zeit, oder? Gezockt, ja. Und dann mit dem fetten Soundtrack damals. Yin Yang Twins on the East Side, boys, get low.
Oh, Hammer. Das war richtig, richtig geil. Schon gut. Aber es gibt jetzt mittlerweile auch viele ernstzunehmende Konkurrenten für die Serie, die auch vieles richtig gemacht haben und die auch andere Interessenten bedienen, die vielleicht eher mehr so in den professionellen Motorsport Einblick nehmen wollen. Und für mich wirkt das neue Need for Speed eher mehr so orientiert an The Fast and the Furious und Triple X irgendwie so ein bisschen, so alles was da... Meets the Crew. Ja. Aber gut, dass die Serie sich auch mal ein bisschen was anderes traut, also weil es immer nur irgendwie dasselbe, ab und zu mal vielleicht so ein anderer Ansatz tut ja auch nicht weh. Nö, absolut nicht. Wobei Open World, da habe ich auch schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, kann halt für viele Leute, mich eingeschlossen, überfordernd sein. Ich habe teilweise nicht unbedingt Lust, kreuz und quer über eine Karte zu reisen, um irgendwelche Missionen zu machen, die mich vielleicht weiterbringen oder bei denen ich höchst verwirrt durch die Gegend schaue. Ja, wenn du nur irgendwelche Fitzele einsammeln sollst und dann von A nach B brauchst du auch erstmal 10 Minuten oder sowas. Sowas nervt dann halt. Ne? Funktürme sammeln in Need for Speed, also quasi Funktürme umfahren. Ey, super, das gekauft. Aber was der Kollege erzählt hat, halt, dass es dann sehr vieles zu entdecken gibt. Und das ist, glaube ich, für viele Spieler echt ein interessantes Element. Also wenn man dann wirklich auch so ein bisschen Offroad ist, dass man irgendwie noch coole Sprünge entdecken kann und so weiter, die eingebaut haben irgendwo. Also ich kann mir zumindest vorstellen... Ich habe gerade die Reflexzone erwischt. Und sein Bein direkt... Er hat nicht nur eine Prothese, sondern es ist ein echtes Bein. Das ist eine funktionale Prothese. Das ist eine funktionale Prothese, die du gerade durch deine Reibung deiner Schuhsohlen über unseren Studioteppich quasi aufgeladen hast. Und ich glaube, jetzt habe ich dir kaputt gemacht. Wie beim Tipkick, Alter. So. Super geil. Ich habe das noch nicht mal bewusst weggezogen. Das ist echt aus Reflex geschehen. Alter. Und das wäre so gut, wenn du jetzt irgendwie das Spiel umgekickt hättest oder sowas in die Richtung. Original von Kaffeekind kaputt getreten. Nice. Super nice. Lass uns das vielleicht, Autogramme waren gestern einmal vorher kräftig drauf. Oh fuck. Party und Game Crasher, Mann. Da fällt mir aber ein, dass wie wollen wir das dann nennen? Destructogramm? Wir haben das Waffel noch nicht aufgelöst, glaube ich. Ist mir gerade eingefallen. Da war ja was. Sollten wir dann vielleicht jetzt machen. Hey, das bevor es jemand kaputt kickt, lösen wir das auf und stellen es in Sicherheit auf Seite. Das war natürlich alles eine gewollte Überleitung jetzt gerade zu diesem Raffle. Und zwar haben wir Monopoly Assassin's Creed zum Raushauen da gehabt. Und wer das gewonnen hat, das erfahren wir jetzt. Oh Gott. Thomas Hans, 78. Thomas Hans, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Gerne also deinen Namen, deinen Gewinn, auch gerne noch dein Nickname dazu. In den Twitch-Chat posten? Nein, natürlich nicht. Und Kontonummer und PIN. Alles an unsere Facebook-Seite, NerdStarTV. Dort einfach eine kurze PN schicken, dann schicken wir dir das zu. Allerdings natürlich erst nach der Gamescom, weil hier haben wir noch ein kleines bisschen was zu tun. Und jetzt müssen wir ganz, ganz, ganz schnell uns beeilen und noch hier unsere Show zu Ende bringen, denn die Zeit ist gleich rum und dann müssen wir hier unseren Stand räumen und so weiter. Aber ganz schnell ist ja überhaupt gar kein Problem, denn der nächste Eisspieler, na, worum geht's? Tipp, es ist blau und sehr schnell. Ein Schlumpf auf Crack. Fast. Sieht so aus. Videospiel-Legende. Sonic? Sonic! Und den Eisspieler seht ihr jetzt. Viel Spaß. Ja, ich habe gerade Sonic Forces spielen dürfen und es war genau das, was ich erwartet habe, leider. Das ist natürlich immer eine blöde Aussage, aber es ist so, dass das Ganze schon sehr an die Sonic-Spiele der letzten Jahre erinnert, also die eher nicht unbedingt Riesenerfolg gefeiert haben. Typisches
leider typisches 3D-Gameplay, einfach durch Schlauchpassagen mit irgendwelchen Homing-Attacks. Das heißt, die meiste Zeit hämmerst du sowieso nur auf X, dann passiert dir nichts. Das heißt, du gehst nicht kaputt, du stirbst nicht, der nimmt alles automatisch, was irgendwie kommt. Und in Gegner musst du halt einfach nur mit der Sprungtaste reinhämmern. Dann hat er so eine Homing-Attack, die trifft auch immer und dann ist das ganze Ding erledigt. Sieht natürlich schön aus, wenn du es siehst, aber wirklich, Spiel ist da eigentlich nicht wirklich drin. Was cool war, war ein anderer Modus, das ist der Classic-Modus. Der hat das klassische 2D-Gameplay, auch mit dem Charge und so weiter, wo man sich dann als Kugel durch die Gegend bewegt und so. Das war geil, da hatten sie aber nur einen Bosskampf, der sehr, sehr leicht war, wo man immer nur ganz links stehen musste und hat einen nichts getroffen. Und dann musste man einfach nur seine Attacken timen. Ist also auch ein bisschen unlucky, wie der Daniel normalerweise sagen würde. Und der dritte Modus war einer, es ist wohl in Sonic Forces möglich, seine eigene Figur zu kreieren. Da hatten sie schon drei vorgegeben mit verschiedenen Fähigkeiten. Das war dann aber auch einfach eine, ja, einfach nur ein relativ unabwechslungsreiches 2D-Level mit Power-Ups für alle verschiedenen Charaktere. Aber nur die für den eigenen konnte man benutzen. Das war also irgendwie auch nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie, muss ich ehrlich sagen. Also der Classic-Mode hat mir gefallen, optisch war das Ganze natürlich wie immer gut, aber wirklich Gameplay hat das Ding nicht. Also ich persönlich würde es mir bisher nicht kaufen. Mal gucken, ob es nochmal eine andere Demo gibt, die mich überzeugt, mit mehr Classic-Modus vielleicht. Da schauen wir wieder, blitzschnell wie Sonic. Allerdings kein gutes Gefühl hat er dabei gehabt. Der Maxi ist unser Retro-Spezialist, jetzt neu dazugekommen ins Team, wird demnächst auch irgendwann unser Format Nerdstalgie dann anführen, wo ich mich sehr drauf freue. Das wird sehr spannend. Der kennt sich nämlich wirklich richtig gut aus in dem Bereich und hat das jetzt auch schon Jahre auf YouTube gemacht. Und der sagt jetzt, okay, da war nicht mehr viel Sonic übrig in dem Spiel. Das war so die Quintessenz. Ich habe einen Sonic-Titel mal für die PlayStation 3 angespielt. Das war komplett unspielbar. Also es war nicht nur nicht okay oder mittelmäßig oder irgendwas. Es war wirklich, es hat sich ausschließlich scheiße gespielt. Es war extrem frustrierend. Es hat keinen Spaß gemacht vom Gameplay. Es war nicht lustig, keine Animationen, kein liebevolles Level-Design. Es war einfach nur Kacke und das hat es mir sehr verleidet und ist sehr schade eigentlich, weil die Reihe ja viele Fans immer gehabt hat und die dann mit so Titeln leider irgendwie aufs Glatteis geführt werden. Ich glaube, das letzte Sonic, das ich gespielt habe, war damals auf dem Sega Mega Drive und das ist schon irrsinnig lange her. Aber sonst, das war noch nicht mal mein eigener Mega Drive, den hatte ich von meinem Cousin geliehen. Ich war sonst eher so der Gameboy, das Gameboy-Kind und habe Tetris und Super Mario gespielt. Ich habe meinen letzten Sonic, das war Sonic the Hedgehog 2, auf dem Sega Game Gear gezockt. Das ist mein letzter Sonic. So lange ist das schon her. Oh, nee, stimmt. Ich meinte den Game Gear. Tatsächlich, sorry vielmals. Ja, dann war das auch Sonic the Hedgehog 2, glaube ich. Aber das war mega cool. Stimmt. Das habe ich so oft durchgezockt. Das hat richtig Laune gemacht. Ja, ich habe das 2 Tage angespielt. Vielleicht entlarvt es so ein bisschen, wie alt wir alle schon sind. Das ist immer gefährlich, ne? Fürchterlich, wenn man über sowas spricht, ey. Fürchterlich. Andere, man hat ja wirklich tatsächlich den alten ersten Gameboy noch in der Hand gehabt. Und der war also da noch aktuell, als wir den Gameboy. Das war mal der sehr spannend fanden. So, das ist schon relativ der heftig. Der große graue Klotz. Ja. Heute sind wir selbst große graue Klötze. Ja. Ja, aber die grauen Zellen, die lassen dafür nach. Also, es ist schon alles. Irgendwie hält sich das irgendwie die Waage. Irgendwie gleicht sich das aus, ja. Vielleicht weise ich noch kurz darauf hin, dass mit dem ganzen Kram, den ihr jetzt hier seht, also die Shows natürlich gibt es nochmal auf unserem YouTube-Kanal, auf dem Nerdstar alten Hauptkanal, aber auch auf unseren Unterkanälen, auf dem Play-Kanal vor allen Dingen, haben wir die ganzen Interviews, die ganzen Aufsager, die ganzen neuen Dinge, die wir hier von der Messe haben, nochmal aufgelistet, fein säuberlich und da könnt ihr alles nachgucken, falls ihr irgendwie nochmal was sehen wollt oder sollt ihr Kommentare drunter schreiben wollt, ey, ich fand das auf Star of Gamescom angespielt und ich fand das gut, was ist los mit dir, du Keck? Sowas könnt ihr natürlich auch gerne drunter schreiben, ist kein Problem. Und wir müssen jetzt tatsächlich langsam zu einem Ende kommen. Also nochmal vielleicht ein Fazit zu dem Tag heute. Was war euer Highlight heute? Definitiv der Kanon. Definitiv der Kanon auf der MSI-Stage. Wir haben zusammen MSI-Lieder gesungen, die wir einfach improvisiert haben mit dem Publikum. Das war einfach der Wahnsinn. Die Leute hatten Bock, die Leute hatten Spaß. Und das ist eigentlich das, wofür das Ganze hier lohnt. Wir hatten echt gemeinsam Spaß. Auch wenn die Stimme weggrätscht, worth it, totally worth it. Absolut, das war richtig, richtig cool. Wir hatten ja den Jens Herford da zu Gast.
der ist da auch richtig dabei abgegangen. Du hast richtig gesehen, wie da das Herz aufgeht, wie das Publikum darauf reagiert. Das hat richtig Laune gemacht. Der hatte richtig Spaß auch, ne? Das war krass. Absolut, auf jeden Fall. Wobei, ich glaube, mein Tageshighlight wird die Dusche und dann... Oder nee, Moment, vorher die Schuhe ausziehen, dann duschen. Ein Fest wird das. Ich habe es mir vorhin in der Regie einmal kurz erlaubt, dann wurde es mir aber verboten. Wer übernimmt gerade die Regie? Keiner mehr, die sind alle umgekippt. Das ist halt das Problem. Ich habe es geahnt. Ja, und vor allen Dingen, was ich jetzt ganz schön fand vor der Bühne, dass auch nachdem ihr dann, ihr hattet ja als dickes Highlight sozusagen am Ende die Grafikkarte, wo natürlich alle dann heiß drauf sind, so als Hauptpreis, dass es dem Gewinner auch aber trotzdem gegönnt wurde voll. Ne? Also ich hatte da nicht das Gefühl, dass die Leute, die haben halt nicht abgebuht oder so, sondern die haben ihn dann nochmal gejubelt, weil er dann oben war und auch so ein bisschen schüchtern irgendwie den Preis entgegengenommen hat und so. Und waren dann aber auch so, ey, ist doch geil, Mann, freu dich mal so ein bisschen. Und er ist dann auch aufgetaut, weil er fast ein schlechtes Gewissen hatte und es nicht glauben konnte, dass er es war. Ne? So schöne Momente. Und das haben wir alles live gesendet und wir haben es alles aufgezeichnet. Und ich freue mich auch schon, den Kram irgendwann wieder angucken zu können. Es ist mega geil, dass ihr uns hier habt. Also, da an der Stelle nochmal danke. Wir haben jetzt streammäßig Halbzeit heute Abend. Die ersten beiden Abende sind durch. Mittwoch, Donnerstag. Wir sind aber natürlich Freitag und Samstag. Das sind die besucherstärksten Tage. Nochmal die ganze Zeit hier. Ich hoffe, es sind ein paar von euch trotzdem noch zu Hause und gucken diese Streams sich an. Wie gesagt, jeden Tag 10.30 Uhr bis 20 Uhr Programm. Das macht, glaube ich, sonst niemand. Und vor allen Dingen nicht so... schön und sympathisch und in so einem fantastischen Stand. Also, Jungs, ich wünsche euch schon mal eine gute Nacht. Eine wundervolle gute Nacht. Wir treffen uns nachher noch in der Hotelbar auf eine Apfelschorle vielleicht. Und dann, ein Glas Milch, bin ich dabei. Und dann gehen wir direkt ins Bett und morgen sind wir dann ab 10.30 Uhr wieder mit Spawn, unserem Morgenmagazin. Ich wünsche euch einen guten Abend. Vielen Dank fürs Einschalten. Danke, dass ihr dabei wart. Macht es gut und tschüss.